Good morning. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's so good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up. Aufgewacht. Aufgewacht. Wir sind wirklich gerade erst aufgewacht. Ja, wie spät ist es bei euch jetzt? 8 Uhr. 8 Uhr. Um Himmels Willen. Es sind ja so un-Berliner Zeiten, um morgens zu podcasten. Ja. Aber ihr seid ja auch... Cambridge-Zeit. An der Klume. Ich glaube, so früh haben wir noch nie gepodcastet. Also, das kann aus sein. Meiner Sicht. Aus deiner Sicht, ja. Aus Stefans Sicht wieder noch nie so spät. Das stimmt. So, die beiden sitzen ja da in Amerika, in Cambridge, quasi Werksgelände, Harvard, Business, School, Law, Kopf auf, Wissen rein, Kopf zu, ab in die Welt damit. Und sie haben mir Folien geschickt von einer Vorlesung, die beiden besucht haben. Ich lese mal kurz vor, wichtigster Punkt wahrscheinlich. Folie Nummer 9 von 38. News media are meant to inform the public, comma, but also need to attract an audience. Mhm. Stimmt das soweit, ja? Ist alles nur noch Unterhaltung. Sind wir da angekommen? Was hat der Chomsky euch dazu gesagt? Ja, was Chomsky gesagt hat, werden wir überhaupt nicht verraten. Also die Folge kommt am Sonntag. Ich kann nur sagen, es hat alles geklappt. Ah, jetzt Sonntag schon. Das ist ja schon in 3 Tagen. Ja. Vorm nächsten Podcast schon. Ja. Cool. Schnitt ist schon fast fertig. Wie lang? 3/4 Stunde. Mhm. Eine Viertelvorstunde, für die an die 3/4 nicht verstehen. Es gibt eine Viertelvorstunde, ja, hab ich noch nie gehört. Ja, ich weiß immer, dass manche Leute sind immer verwirrt, wenn ich 3/4 sage. Was für eine Zeitrechnung hat man denn da in Amerika? Ist nicht nur die Zeit verschoben, sondern auch noch andere. Quality. Also das ist ein Begriff, den habe ich noch nie gehört. Nicht schlecht, nicht schlecht. Den habe ich mir gerade ausgedacht. Nein. Das ist Wissen, das aus Harvard kommt, deswegen ist das hier komplett akzeptiert sofort, ja. Viertelvorstunde jetzt irgendwas. Nee, also ich will zu Chomsky eigentlich gar nichts verraten, das ist dann nochmal ein eigener Podcast wert. Gut. Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. No spoilers. Dann machen wir, wenn Thilo zurück ist, einen Podcast in der gleichen Sendung. Chomsky und Maischberger. Und dann vergleichen wir mal, auf welchem Niveau und mit welchen Aussagen da argumentiert wird. Ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt den letzten Tag in Cambridge, was ja quasi Boston ist, obwohl ich wieder von Chomsky gelernt habe, ne? Da ist ein Fluss dazwischen. Ja. Ja. Das ist so wie in Porto, wo die Leute kommen mit Fotos nach Hause und sagen, guck mal Porto, da sind diese Portweinlagerhäuser drauf, aber das ist über den Fluss eine andere Stadt. Ne? Ja. Also es ist genau das Gleiche hier. Die Leute gehen runter zum Wasser, fotografieren die andere Seite und wissen gar nicht, dass die andere Seite eine Stadt ist. Eine andere Stadt. Ja, das ist wie Mainz und Wiesbaden, wenn man es ehrlich ist. Ja, das ist alles, da fließt halt ein Fluss dazwischen. Es ist im Grunde das Gleiche. Frankfurt-Offenbach genauso. Und Boston und Cambridge. Immer auch. Man sagt ja auch, Boston ist die europäischste Ecke von Amerika. Könnte. Ja, wir haben jetzt nicht so viele Ecken bisher gesehen. Das heißt, wenn wir ein bisschen amerikanischer werden, mal schauen. Naja, die ganze Ecke hier, New England heißt sie ja. Also wir sind gerade im Herbst hier. Wir hätten auch nach, weiß ich nicht, Wales fahren können oder so. Das würde wahrscheinlich genauso aussehen. Mhm. Aber die Leute hier versteht man besser. Aber es gibt eine Harvard-Universität, die er besucht hat. Diese Folien habe ich ja gerade vor mir, weil mich Thilo gerade nochmal erinnert hat, wo ich heute schon den ganzen Tag die Aufgabe hatte, da mal reinzugucken und das auch machen wollte. Ja. Ja. Ich sehe quasi blaue Folien, in denen auch nur Grafiken des Pew Research Centers drinstehen. Also da wird genauso mit Wasser gekocht wie... Ja, pass auf, wir waren einer unserer Hörer, der Jan, hat uns eingeladen, hat gesagt, hey, kommt mal vorbei und so weiter. Und wir haben sogar mehrere Tage mit ihm verbracht oder mehrmals ihn getroffen jetzt. Wir haben eine Harvard-Führung bekommen und am ersten Abend waren wir halt bei einer Vorlesung. Da ging es um Presidential Debates. Also da gibt es eine Vorlesung im Herbstsemester, The Road to the White House. Und Jeb Bush ist da unter anderem ein Redner, aber der war leider jetzt am Montag nicht da, ist nächsten Montag auch nicht da. Mhm. Also den hätten wir natürlich gerne mitgenommen, aber trotzdem haben wir uns die Vorlesung mal gegeben. Was die Vorlesung, der Besuch der Vorlesung war jetzt gar nicht so spektakulär. Also die Attendance, also wie soll man sagen, also die Anzahl der Studenten, die da waren, hat sich eher so auf BBK-Niveau bewegt. Ja, aber war auch ein sehr großer Raum, hat man ja in der einen. Ja, da waren schon 100 People, mehr als in der BBK. Okay. Ja, und das, was ich aus der Harvard-Vorlesung am meisten genommen habe,
Und das konnten sie quasi auch, ich will nicht sagen wissenschaftlich belegen, aber historisch belegen, dass TV-Debatten keinen Einfluss auf den Wahlausgang haben. Also also entweder gar kein oder du fliegst raus. Das war die Runde. Also entweder du fuckst so Ja. ab, dass du komplett raustrittst aus dem Rennen, Es gibt nichts zu gewinnen. aber ansonsten hat es keinen Einfluss auf die Polls. Entweder du, genau, eins oder null nur. Naja, es geht, er hat das differenziert. Wenn es um den Vorwahlkampf geht, Ja. dann sind Debatten hilfreich, um die schlechten Kandidaten auszusieben. Aber wenn es um Präsidenten geht, also den Präsidentschaftsdebatten, hat das keinen Einfluss auf das Wahlergebnis. Es gibt immer so Bumps, ja, also ein paar Tage lang hat dann irgendein Ja. Kandidat Umfragehöhen oder so weiter. Aber im Endeffekt macht das nicht wirklich was aus. Und er konnte das sogar jetzt auch anhand der ersten Debatte mit Trump und Clinton aufzeigen. Bisher war keine Debatte irgendwie Umfrage-changing, ja. Ja, also wenn man sich das grafisch aufgearbeitet anguckt, ist jeder Bump nach 4 Tagen wieder weg. Ja. Ja. Ja, ehrlich gesagt habe ich jetzt auch das Gefühl, nach der Debatte heute, es ist jetzt so echt langweilig geworden irgendwie, ja. Ja, ich bin froh, ich bin ehrlich gesagt froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Also die dritte Debatte, ich hätte eigentlich damit gerechnet, oder ich hatte eigentlich gehofft, dass irgendwas nochmal passiert, dass irgendeiner nochmal richtig jetzt hier reinhaut. Also dass Clinton entweder nochmal alles von Trump auf den Tisch haut und nochmal quasi her Case macht und dass Trump vielleicht nochmal austickt oder so weiter und nochmal alles auf eine Karte setzt, aber haben beide nicht Ja. gemacht. Naja, dass das Pendel immer noch mal kurz ausschlägt, hat ja viel damit zu tun, dass mit so viel Erwartung da reingegangen wird, dass man dann am Ende nur entscheidet, wurde die jetzt enttäuscht oder nicht, aber es ist jetzt, auf Überraschung ist ja keiner mehr eingestellt, so. Und Ja, ich fand es das meinte auch der Professor. Es geht auch gar nicht, wer gewinnt Debatten, ja. sondern wer erfüllt Erwartungen. Ja, und die eine Ja. Seite, also die eine Seite macht den Gegner immer stärker und die andere Seite versucht den Gegner dann auch, also stärker im Sinne von, ja, also Clinton ist eine gute Debattiererin. Ja, da sind hohe Ja. Erwartungen und wenn sie die halt nicht aus subjektivem Sinne erfüllt, ja, dann hat sie halt verloren oder so. Ja. Ja, also man kann so Anerkennung verlieren, aber nicht wirklich Wählerschicht. Und vor Ja, das haben allem, sie beide, das haben sie beide geschafft. ja, so Oktober-Surprises müssen tatsächlich, finde ich, so in der ersten Oktoberhälfte stattfinden. Weil in der zweiten interessiert es schon keinen mehr. Und man hat jetzt auch schon gesehen, die Erwartung war, es lag alles auf dem Tisch vor der Debatte. Es kam in der Debatte ja nichts weiter warum so, also inhaltlich jetzt an News sozusagen. Und es ist wirklich erstaunlich, an was man sich so gewöhnt, ja. Also im Sinne von Clintons E-Mails und Trumps komischen Tapes und wie er sich da windet und streckt, obwohl es, also er ist auch, finde ich, hätte leichter abschütteln können, zumindest von seiner Seite und das Gespräch der anderen darüber, das Gespräch der anderen darüber hätte sein lassen. Aber naja, wir gucken ja gleich die Clips. Thilo hat es ja alles nicht nur live geguckt, sondern auch schön aufbereitet. Ja, das habe ich mir gestern Abend angetan, ja. Wollen wir noch schnell danken, und zwar Janosch. Janosch, vielen Dank. Alexander, vielen Dank. Maximilian, vielen Dank. Jonathan schickt uns 50 Euro und schreibt, weiter so, sehr unterhaltsam. Danke, Jonas. Jonathan. Jonas schreibt, Stefan, du hast dich gut ohne Thilo und Tyler geschlagen gestern. Mit Rena habe ich mich ja geschlagen. Ich habe erst die Hälfte gehört. Oliver, danken wir für 50. Wurde mal wieder Zeit, schreibt er. Na klar. Benjamin schickt uns auch noch Kanonenpulver, wie er sagt. Okidoki. So, wie wollen wir verfahren? Wollen wir direkt Debatte gucken? Ja, lass es uns hinter uns bringen, Oder ja. will uns Tyler nochmal die kleine Clinton erklären, die er da immer bei sich hat jetzt? Die sieht man ja jetzt hier nicht. Daher. Ja, der eine oder andere hat vielleicht eure kleine Roadshow-Clips Ja. schon gesehen und es Ja, ist wir ein machen. Hundespielzeug. Genau. Dadurch, dass unser Trip ja crowdfunded ist, also durch die Zuschauer und Zuhörer, halten wir die Zuschauer und Zuschauer, halten wir die Zuschauer in dem Fall auf Video, nämlich auf dem Laufenden, indem wir kleine Videos machen immer zwischendurch, wo wir uns gerade befinden, was wir als nächstes machen, sodass man weiß, was abgeht. Und wir werden dabei begleitet von Hillary in Form eines Sie ist also Hundespielzeugs. sehr robust, ja. Sie hält auch mal ein paar Sie Bisse ist, aus. genau. Ja. Ich habe mich ja gefragt, ihr habt jetzt ja drei solche Tagesclips hochgeladen. Ist es jetzt Absicht, dass da sozusagen die langweiligsten Ecken Amerikas zu sehen sind? Also das gedruckte Zeitungsarchiv der Harvard-Universität, der Stau in Manhattan. Ja, alles Ja. unentdecktes Land kennt man ja so weiter gar nicht.
Genau. Yeah, that's what we do here. Ja? Also und Sean Hannity ja im Radio auf der Autobahn, ja. Ja, wir sind ja nicht nach Disneyland gefahren, sondern wir interviewen hier Leute, ja. Also, aber wie tobt denn jetzt wirklich der Wahlkampf? Ja, tobt der Wahlkampf? Ich meine, ihr seid jetzt nicht gerade in Swing States oder so, aber. Es gibt hier keinen Wahlkampf. Also hier hängen noch nicht mal irgendwie Wahlkampfplakate oder so aus, obwohl ja auch Kongressabgeordnete gewählt werden hier und so ein Senatoren, ja. Also nix. Ich habe noch gar nichts gesehen auf der Straße. Ich meine, wir haben gestern mit Harvard-Studenten, mit ca. 150 Harvard-Studenten in einem Dorm in Harvard das Ding geguckt, da gab es einen Hillary-Fan, der hat immer ab und zu mal lautstark gebrüllt und gefreut und Trump angeschrien. Aber ansonsten, die anderen haben auch geguckt, aber they didn't give a fuck. So. Also wahrnehmbare Reaktion kam eigentlich immer nur an den Stellen, wo Donald dann irgendwas Krasses gesagt hat. Dann alle so, wow. Wo man dann aber auch nicht wusste, waren sie jetzt auf seiner Seite oder waren sie das jetzt doof. Also, und die haben gelacht, wenn wir gelacht haben. Also das war... Das ist immer ein gutes Zeichen gewesen, ja. Das kann ich alles gar nicht glauben. Ich habe gestern Spiegel Online gelesen, die Harvard-Universität ist außer sich. Keiner kann sich vorstellen, dass der Teufel Trump mal Präsident wird. Es gibt große Anstrengungen auch von Mitarbeiterseite, da Hillary jetzt ins Amt zu wählen. Es gibt hier politische Demonstrationen, aber von den Kantinenmitarbeitern, die gerade streiken für bessere Arbeitsbedingungen und Arbeitsverträge. Weil die nämlich 4 Monate im Jahr immer auf der Straße sitzen und dann hier nicht krankenversichert sind und genau. Und das verstehen auch die Harvard-Studenten nicht, weil es ist die reichste Universität der Welt, ja. Und das könnte man auch mal ändern. Ja, nicht nur ist die Uni selbst die reichste der Welt, sondern Essen ist auch eins der wichtigsten Sachen in Universitäten. Das wird immer sehr schnell unterschätzt. Naja, so ist es halt in Amerika. Naja, und selbst auf dem Campus, ich meine, wir sind ja rumgelaufen, die Studenten leben ja auch auf dem Campus, da haben wir einen einzigen Hillary-Fan gesehen und ein kleines Hillary-Zeichen, von Trump gar nichts. So ein Endorsement. Ja, ein Endorsement. Obwohl das könnte auch Ironie gewesen sein. Könnte aber auch ungefähr so endorsend sein wie unsere Puppe. Ne? Ja, stimmt so, auch wieder. Das war einfach nur Hillary-Pappkopf an einem Fenster. Das stimmt. Achso, der, den er auch gefilmt hat, ja, der sah eher aus wie... Ja, die Highlights hast du schon mitgekriegt, Stefan. Ja? Mehr ist hier nicht los. Ja. Sehr gut. Naja, dann, was will man dazu noch sagen, ja? Stefan ist auch schuld an diesem Tagebuch, weil das hat er mir noch kurzfristig gepitcht. Ich fand das eine gute Idee. Die Hälfte der Zuschauer versteht schon wieder nicht, was wir, dass wir da auch mal ein bisschen Spaß machen und so, aber das sind wir mittlerweile vom Internet gewöhnt. Ja. Ich hatte ja noch den Internet, Tipp. Leave us alone. Ja. Ich hatte noch den Tipp geschickt, das mit einer GoPro zu machen, weil ich habe jetzt diese neue GoPro 5 und die ist ja wirklich spektakulär, ja, ein spektakuläres Gerät. Dieses Quadrat? Oder nicht die Session, sondern die normale GoPro 5 Black. Einfach perfekt, ja. Also für 440 Euro oder so kriegt man einfach ein Gerät, mit dem man komplett Fernsehen machen kann. Sind jetzt richtige Mikrofone drinnen, du kannst im Regen machen, ja. Du kannst all das machen, was sie mit großen, teuren Fernsehkameras nicht machen können, nämlich das Ding auch mal in den Bücherregal stellen, um zu filmen oder sonst irgendwas zu machen, ja. Also es ist wirklich erstaunlich, wie diese kleine, billige Technologie mittlerweile alles überholt hat. Und weil die jetzt gerade eben zeitgleich rauskam, dachte ich, Tyler ist doch auch mal mit GoPros unterwegs und so, da kann er doch einfach mal zwischendurch die Stimmung einfangen. Naja, das Equipment muss immer fresh sein und falls spontan mal ein Dreh ansteht oder sowas. Ja. Das heißt, also daher, wir haben ja auch Full-HD-Kameras an unseren Telefonen dran, deswegen benutzen wir dafür unsere Telefone. Stimmt. Die vergesse ich immer schon wieder, weil ich mein Telefon so gar nicht irgendwie dafür benutze. Ja. Warst du unzufrieden mit der Qualität? Nee, gar nicht. Okay. Nee, es ist mir mittlerweile, ich muss noch mal kurz hier... sozusagen Podcast-Landschaftspflege machen. Die letzte Ausgabe von Gästeliste Geisterbahn, ja, fand ich spektakulär. Die war irgendwie in Hamburg so aus dem irgendwo aufgenommen, live. Die Aufnahme hat nicht geklappt, also hat man einfach nur ein Diktiergerät so in die Luft gehangen und hat eben die Stimmung des Saales damit aufgefangen. Ich habe zuerst reingehört und dachte, oh, wie hört sich das an, das ist ja kaum zu ertragen. Nach 5 Minuten ging's, man hat sich dran gewöhnt, ja, das Ohr hat so getan, na, ich sitze halt mit da drinnen in dem Raum, hinten in der Ecke, der Ton ist deswegen schlecht. Und es war absolut akzeptable Qualität, ja. Und so ist das bei diesen Videokameras genauso. Du brauchst nichts mehr an Aufnahmetechnik, also in einer Einheit gesprochen, die teurer ist als 500 Euro, um absolut nicht nur akzeptables, sondern perfektes Fernsehen zu machen. Also fällt mir jetzt immer häufiger wieder auf, ja. Auch wenn ich hier die Kinder jetzt so aufnehme mit der kleinen GoPro, die dann auch als Kamera gar nicht mehr die Situation stört und so, ja, da
tollen einfach 5 Kinder auf einer kleinen Matte rum und dann hältst du die Kamera daneben und keinem fällt das auf, dass es irgendwie gerade sozusagen in Konservierung befindliche Situation ist, sondern es ist einfach eine ganz normale Alltagssituation. Gut, stürzen wir uns in die Debatte. Jo. Und ich habe viele Sachen rausgelassen, die wir in den anderen Debatten zuvor schon gehört haben. Aber eine kleine Sache, mit der ich anfange, da ging es um den Supreme Court. Und da hat Trump nochmal ein, ich will nicht sagen Argument gebracht, aber eine Anmerkung gebracht zu einer Richterin, die sich ja über ihn geäußert hat, was in der amerikanischen politischen Geschichte ganz, 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 ganz selten ist. Ich will nicht sagen, das ist noch nie passiert, aber ja, da, das ist ein Argument gewesen. Well, first of all, it's great to be with you and thank you, everybody. The Supreme Court, it's what it's all about. Our country is so it's just so imperative that we have the right justices. Something happened recently where Justice Ginsburg made some very, very inappropriate statements toward me and toward a tremendous number of people, many, many millions of people that I represent. And she was forced to apologize, and apologize she did. But these were statements that should never, ever have been made. We need a Supreme Court that, in my opinion, is going to uphold the Second Amendment and all amendments, but the Second Amendment, which is under absolute siege. I believe if my opponent should win this race, which I truly don't think will happen, we will have a Second Amendment, which will be a very, very small replica of what it is right now. Ja. Was hat denn die Richterin gesagt? Das war Miss Ginsburg und die hat sich einfach nur aufgeregt über Trump, dass er keine Konsistenz hat, dass es ein Faker ist. Und das macht man einfach nicht als oberster Richter. Ja? Also das wäre so, als ob hier aus dem Bundesverfassungsgericht, die sich quasi in den Wahlkampf einmischen, sagen, ja, also Sigmar Gabriel ist fake. Ja. Der ist bescheuert. Der ist gar kein. Naja, gar nicht also klar. Voskuhle macht sowas manchmal. Auch im Rahmen seiner Rolle oder seines Rollenverständnisses so, aber dann eben nicht gegenüber der Presse oder so, sondern eingepackt in lange Reden zu irgendwelchen Themen und dann wird da sozusagen das angeschnitten. Hatte sie, Richterin, sich vor Journalisten so geäußert? Also hat sie Fragen beantwortet und so? Ja. Ja, das ist das. Das war in einem Interview mit CNN. Ja, das geht dann wirklich zu weit. Aber das Lustige ist, Trump hat dann gleich reagiert und gesagt, sie soll zurücktreten. Ich will noch einen Posten besetzen, ja. Genau. Ja. Gut, erste lustige Szene, die ich lustig fand, ist, es ging um Babys mit Knarren. People that believe in the Second Amendment and believe in it very strongly were very upset with what she had to say. Well, let me bring in Secretary Clinton. Were you extremely upset? Well, I was upset because, unfortunately, dozens of toddlers injure themselves, even kill people with guns, because, unfortunately, not everyone who has loaded guns in their homes, takes appropriate precautions. But there's no doubt that I respect the Second Amendment, that I also believe there's an individual right to bear arms. That is not in conflict with sensible, common sense regulation. Ja. Sie hat ja auch die Zahlen genannt, ne? Also jetzt, glaube ich, aufs Jahr hochgerechnet, diese Zahlen, aber es sind ja wirklich am Tag 300 Schusswaffenverletzungen, davon 100 tödlich. Und so eine Prozentzahl von 20% oder so wird von unter 10-Jährigen aus Versehen, weil die Waffe irgendwie rumliegt. Und dann erschießt man aus Versehen seine Mutter oder so. Also. Ist das so? Ja, das sind so die Zahlen. Bei der Diskussion würde ich auch sagen, es war ja dieses erste Thema, Supreme Court, und dann sind sie beide gleich auf Guns und Abortion gegangen. Und es war so die ganz zivilisierte, also man hätte auch mit anderen, man hätte an andere Kandidaten auch denken können, ja, bei der Debattenführung. Es war jetzt sozusagen. Das ist halt so ein klassisches, konservatives, liberales Thema in Amerika, ja. Abtreibung oder auch Supreme Court an sich, ja. Also da wird dann auch immer schön gesagt, ja, das ist die, ist das, darum geht es. Aber das ist lustigerweise so im Laufe der Debatte ist es mehrmals gekommen, so, ja, das ist die Frage des Wahlkampfs. Mhm. Und da denkst du so, ja, aber ihr habt doch vorhin gerade gesagt, der Supreme Court ist die große Frage. Aber nun gut. Und hast du noch einen Clip zur Abtreibung? Ja, jetzt kommt der Abtreibungsclip, nämlich Donald Trump. Jetzt müssen alle Frauenärzte und Hebammen und so weiter ganz stark sein, weil Donald Trump meint, dass man sogar einen Tag vor der Geburt noch das Kind abtreiben kann. Ja? Vor allem, wie er das da beschreibt.
government should be stepping in and making those most personal of decisions. So you can regulate if you are doing so with the life and the health of the mother taken into account. Mr. Trump, your reaction, and particularly on this issue of late-term partial birth abortion. I think it's terrible. If you go with what Hillary is saying, in the ninth month, you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother just prior to the birth of the baby. Now, you can say that that's okay, and Hillary can say that that's okay, but it's not okay with me. Because based on what she's saying and based on where she's going and where she's been, you can take the baby and rip the baby out of the womb in the ninth month on the final day. And that's not acceptable. Well, that is not what happens in these cases. And using that kind of scare rhetoric is just terribly unfortunate. Ja, er will ja irgendwie irgendwelche religiösen Gruppen, ja, die er vorher verbrellt hat, wieder zurückgewinnen. Naja, er ist halt für ein totales Abtreibungsverbot. Und seiner Meinung nach ist dann das Gegenteil davon Abtreibung bis zur letzten Minute. Ja, vor allem mit diesem Ist das wieder nur 1 oder 0? Was anderes kennt er nicht. Ja, also die. Dabei glaube ich ihm kein einziges Wort. Also Trump ist New Yorker, der ist da. Das kann ich ihm überhaupt nicht abnehmen. Das ist nie und nimmer seine persönliche Meinung. Aber er weiß einfach, dass seine Base das hören will. Ja. Und wir haben ja in den letzten Tagen auch mal wieder Talk Radio gehört und Talk Radio. Ist zu 90% hier konservativ oder ganz rechts außen und die haben sich das gewünscht. Also das hast du dann auch immer wieder gehört. Er muss Abortion nochmal ansprechen, damit quasi die Base zur Wahl geht. Ja. Das sind die typischen Republikaner-Themen. Ja. Und ja. Ich fand, da war er auch sehr unemotional. Also das war so, als wenn er selbst hat da nicht so besonders engagiert geklungen. Naja, ich meine, hat er harte Worte benutzt, aber so seine Mimik und Gestik, das war eher so, als wenn es ihm, wie Thilo sagt, scheißegal ist eigentlich. Ja, naja, hat er so die Marktforschung seiner Kampagne irgendwie durchgerockt, auch was die Wortwahl angeht. Und vor allem, das ist ja auch so ein Burka-Thema, ja. Also, wie oft kommt es in dem 300-Millionen-Volk Amerika vor, dass im 9. Monat eine Abtreibung stattfindet? Und dann Bedingung. Geht gar nicht. Also frag mal eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt, ob man im 9. Monat abtreiben kann. Das ist unmöglich. Das ist geht nicht. Das ist auch gar keine Abtreibung mehr. Das ist ja irgendwas anderes. Ja, das wäre dann eine geforste Frühgeburt. Ja, genau. Ja, ja, es ist im Grunde eine eingeleitete Fehlgeburt oder so. Naja, Trump hat er jedenfalls nicht sehr gut angefangen. Ja. Nee. Er hat nicht gut angefangen, aber ich muss loben, ich hätte es nicht gedacht, aber dass Chris Wallace als alleiniger Moderator hat er mir von allen drei Debatten am besten gefallen. Ja, also Lester Holt war okay, die zweite Debatte ging ja gar nicht mit Anderson Cooper und der Martha, deren Namen ich immer wieder vergesse. Ja. Das war auch lustig in Harvard. Ich habe mich sogar gemeldet bei der Vorlesung. Und weil der Professor hat dann so gesagt, ja, wir fangen da mal mit an und dann die Kommission, die Präsidentenkommission setzt ja diese Präsidentschaftsdebatten auf und sie ist bipartisan und dann bla 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 bla. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, oh ja, also Lester Holt bei der ersten Debatte hat gesagt, dass es nonpartisan ist. Und er so, ha, ja, das stimmt. Also stimmt, dass Lester Holt das gesagt hat, das hat er gelogen, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt. Ja. Wie, ist sie bipartisan? Natürlich ist sie bipartisan. Der Harvard-Professor hat selbst gesagt, die Kommission besteht nur aus Republikanern und Demokraten. Ja. Und dabei hat uns Lester Holt am ersten Abend gesagt, ja, das ist hier nonpartisan, also unabhängig. Genau. Dabei ist es wie ist das? Überparteilich oder so ist es dann. Als Idee zumindest. Nonpartisan wäre überparteilich oder unabhängig, aber bipartisan heißt, beide Seiten sind dabei oder so. Genau, also die sichern ab, dass da bloß nicht, also ich meine, es gab ja schon stärkere als Gary Johnson und so, ne? Wir werden ja auch mal wieder rausgekramt, damals bei Bill Clinton und so, wenn da irgendwelche Dritten. Ja, die Debatte selbst ist auch eine Show, da wird der Zuschauer auch verarscht, da erzählt der Moderator einem auch Sachen, die überhaupt nicht wahr sind, haben wir nachher ganz am Ende nochmal einen schönen Gut, aber wollen wir Chris Wallace mal kurz loben, weil er hat einen kleinen Joke eingebaut. All right, let's move on to the subject of immigration. And there is almost no issue that separates the two of you more than the issue of immigration. Actually, there are a lot of issues that separate the two of you. Mr. Trump,
You want to build a wall, Secretary Clinton. You have offered no specific plan for how you want to secure our southern border. Ja, ich meine, das war eine gute Zusammenfassung. Ja, aber Clinton sieht da nur ohne Plan aus, weil Trump so einen irren Plan hat, ja. Und an diesem Standard gemessen ist natürlich alles, ja, wir müssen dann politisch sorgsam so und so, ja, geht dann schon gleich als Nicht-Plan irgendwie. Ja. Ich meine, das hat Trump ja auch eingebaut, dass Hillary prinzipiell auch für einen Zaun ist, ja, und für diese ganzen Grenzsicherheitsmaßnahmen und so weiter. Ja, er hat richtig gesagt, du willst doch auch eine Wall, du hast doch dieses Video von 2006 und so. Ja, das haben wir auch hier im Podcast schon gesagt, also ich glaube, sie würde es aber nicht so plakativ sagen und sie würde halt nicht sagen, okay, wir brauchen so eine 10 Meter hohe Mauer, wie Trump das jetzt sagen würde, was ja auch nie käme. Aber im Prinzip sind sie sich da im Großen und Ganzen einig. Das Geilste war, wir haben MSNBC geguckt und anders als jetzt hier bei C-SPAN wurden die Fragen eingeblendet oder so weiter. Okay. Und dann stand da, what are you going to do about the southern border? Da waren sich auch alle einig, dass es nur um die southern border geht. Wo ich mir denke... Ich hab doch gleich Mexikos. Ja, also... Es war für mich eine fast schon rassistische Frage, weil anstatt zu fragen, okay, Border, also du könntest ja auch einfach neutral machen, okay, wie willst du die Grenzen schützen? Aber indem er gleich gesagt hat, okay, wie willst du die Südgrenze schützen, hätten sie auch gleich fragen können, ja, was macht ihr jetzt gegen diese Mexikaner, ja? Oder gegen diese ganzen Mittelamerikaner? Also das fand ich, also ja, vor allem muss man immer sagen, da steht ja schon ein Zaun, ja? Es ist ja nicht so, dass jetzt die Wall irgendwas Neues auf der grünen Fläche ist, sondern der ist ja größtenteils schon gezäunt und alles. Gut, wir hören mal zu, was Clinton zu Grenzsicherheit zu sagen hat. I voted for border security and there are some limited places where that was appropriate. There also is necessarily going to be new technology and how best to deploy that. Ich will keine Wall, ich will eine Schussanlage. Ja. Yeah. New technology. Und Drohnen, Kampfdrohnen am besten noch oder so. Ja, vor allem hat sie aber auch gesagt, sie will keine Familien auseinanderreißen. Also sie hat das Wall oder das Border-Thema nicht so sehr auf die Border, sondern sie hat das so das Migrationsthema draus gemacht, fand ich auch gut. Also ich bin auch fest davon überzeugt, was technisch möglich ist auf dieser Erde, wird an der Südgrenze der USA definitiv schon gemacht. Ja, das glaube ich auch. Also es ist eine Wall zu bauen, ist, glaube ich, so das Hinterwäldlerigste, was man da noch machen kann. Also da gibt es Wärmebildkameras. Ja, aber Mauern sind ja trotzdem der letzte Schrei. In Europa kennen wir das auch, Israel auch. So. Mauern werden gerade tendenziell eher auf als abgebaut. In der Hinsicht, das sind die sehr aktuell. Die Mauer muss hin. Ja. Wir lernen jetzt, wer alles raus muss. One of my first acts will be to get all of the drug lords, all of the bad ones. We have some bad, bad people in this country that have to go out. We're going to get them out. We're going to secure the border. And once the border is secured, at a later date, we'll make a determination as to the rest. But we have some bad hombres here, and we're going to get them out. Jawohl. Das war der erste große Lacher bei uns, bei den Harvard-Studenten, wo alle so bad hombres, hat er das gerade gesagt. Ja. Was heißt das denn? Ist das eine Wortschöpfung von ihm oder was? Ne, hombres sind doch Männer auf Spanisch, ne? Hombre, ja. Hombre? Oh Gott. Ja. Na, ich meine, Trump hat wieder wie so in so einer Babysprache gesprochen, ne? Also, ist ja auch aus wie ein Riesenbaby. Ja, aber manchmal war es echt ein bisschen peinlich, ja, wie oft er so dieses Bad, Bad und. Ja, er wiederholt sich auch immer sehr krass. Also, ja, aber dann sage ich mir wieder, vielleicht ist das der Weg, wie du die Nichtwähler, es gibt ja, das hörst du ja auch immer wieder, wenn du hier Nachrichten hörst und so weiter. Also die Leute, die überhaupt nie wählen gehen, also es gibt jetzt viele, die wählen gehen wegen Trump. Ja, naja, und wenn man normalerweise, wenn Politiker so reden, wie sie normalerweise reden, dann reden sie ja so, dass man nicht unbedingt ganz genau weiß, was sie jetzt meinen. Und, ne? Und Trump will halt einfach, dass seine Message wirklich ankommt. Ja. Und deswegen wiederholt er sie dreimal hintereinander. Und verspricht dann, dass es schon gut umgesetzt wird. Ja? Das Ziel ist klar, die Wall. Genau. Gut. Dann geht es auch wieder, lustige Sache, es geht um die Open Borders. Ja, es gibt ja diesen WikiLeaks, diese eine Speech von Clinton, wo sie irgendwie von Open Borders gesprochen hat, wo sie uns dann erklärt, da meinte sie was ganz anderes. Und während Chris Wallace das erzählt, fährt Trump rein, fand ich lustig.
In a speech you gave to a Brazilian bank for which you were paid $225,000, we've learned from the WikiLeaks that you said this, and I want to quote, "My dream is a hemispheric common market with open trade and open borders." So that's the question. That's the question. Please quiet everybody. Is that your dream, open borders? Well, if you went on to read the rest of the sentence, I was talking about energy. Ja, es ist immer stark, wenn ein Zitat fällt und man dann als Gegenantwort sagen kann, ja, das Zitat geht ja noch weiter und dann hat man es auch parat, ja. Also das funktioniert sogar, wenn sie selbst mit dem ins Hintertreffen kommt und sich da aus der Patsche holt, finde ich. Das erinnert mich ein bisschen so an den wissenschaftlichen Disput, ja, wenn irgendwer vorne anfängt, einen Vortrag zu halten und dann kommt eine Frage, die aus dem Publikum kommt mit einem Zitat und dann steht er auf der Bühne und vervollständigt das Zitat, ja. Also hat sozusagen nicht rausgesucht und trotzdem präsent und so wirkte das hier ein bisschen auch, obwohl, also ich bin mir nicht so sicher, ob der Fox News, es ist ja quasi dieser Standard neben Bill O'Reilly Fox News Nachrichtenmann, ne? Ob der bewusst die Strategie gefahren hat, die Erwartung zu unterlaufen, Fox News Typ zu sein und dann aber solche WikiLeaks Fragen so zu platzieren, ja, weil er hat es besser gemacht, als Trump das gemacht hätte, ja, in seiner Babysprache jetzt die WikiLeaks, also WikiLeaks, E-Mails und ein Zitat von einer brasilianischen Bank in einem Satz runterzubringen. Ja. Plus ein ziemlich hohes Honorar. Ja, das Honorar auch noch rein, ja. Also Trump hätte das nie so auf so einen 5-Sekunden-Soundbite gekriegt, aber in der Frage irgendwie lag es dann perfekt da und Trump musste sich nur noch bedanken. Bisschen peinlich, aber auch gut gelungen. Ich meine jetzt mal zur Sache, also wer glaubt dann, dass die Amerikaner Open Borders wollen? Es geht in Sachen offene Grenzen um alles außer Menschen. Ja. Es geht um Kapital, es geht um Waren, es geht um Energy, wie Hillary jetzt sagen würde. Das ist auch eine Ware. Ach so, ja gut. Ja, kann man auch sagen. Ja. Und es geht vor allem immer nur Amerika in 1:1 Verhandlungen. Niemals irgendwelche Netzwerke spannen oder wirklich sozusagen, was weiß ich, WHO, WTO, ja WTO in dem Falle, WTO ja, so weit kommt's noch, spannende Dinger, sondern das muss alles mit Amerika verhandelt werden. Ne? Dass hier noch UN-Resolutionen aus unterschrieben werden und so, ja? Ja, das kann man sich auch mal, wie unter Obama. Obama begann mit diesem Friedensnobelpreis und 8 Jahre später ist die UN so völlig aus dem Spiel genommen, ja. Da gibt's nachher noch einen Joke im Outro, Colbert bei Obama. Okay. Und da ging es auch 2 Sekunden lang um seinen Friedensnobelpreis, aber ich will den Joke nicht verraten. Okay. Jetzt wird es langsam absurd und Clinton erzählt auch viel Scheiße. Wir sind langsam in Form gekommen. Am Anfang war es ein bisschen langweilig. Ja, das ist so, ich habe auch getwittert, irgendwie so die ersten 20 Minuten, ob man es nur will oder nicht, und obwohl es sehr oberflächlich ist, aber es hatte was von einer inhaltlichen Debatte. Ja. Ja. Aber dann ging es los. Dann ging das Thema Russland, Putin los und wir fangen mal an. Clinton will uns jetzt verkaufen, dass Geheimdienstinformationen Tatsachen sind. But you are very clearly quoting from WikiLeaks, and what's really important about WikiLeaks is that the Russian government has engaged in espionage against Americans. They have hacked American websites, American accounts of private people, of institutions. Then they have given that information to WikiLeaks for the purpose of putting it on the internet. This has come from the highest levels of the Russian government, clearly from Putin himself, in an effort, as 17 of our intelligence agencies have confirmed, to influence our election. Ja, also ich weiß nicht. Aber die einzigen im Saal, die gelacht haben. Ja, ja. Also Adam Curry hat das auch schon mal bei Ich meine, es ist ja klar, wir haben da 20-jährige Studenten, der Irakkrieg ist jetzt 13 Jahre her, da waren alle Kinder, aber das ist die große Lehre gewesen, die ich als politischer Mensch gezogen habe. Vertraue nie den Geheimdiensten. Die Geheimdienste informieren die Regierung und die Regierung beauftragt die Geheimdienste. Ja? Also das sind nie und nimmer Tatsachen oder Fakten. Ja, du könntest das aber auch noch mal ergänzen, indem du sagst, dass sie, wenn die Informationen nicht öffentlich präsentiert werden. Ja, das auch noch. Ja, und dann widerspricht sie sich auch teilweise auch immer noch, beziehungsweise Wallace, ohne dass er sie korrigiert, aber Wallace erklärt es richtig und sagt, ja, die Geheimdienste glauben und Clinton dann immer so, nein, die sagen das, die wissen das, das sind Fakten. Ja, vor allem, wenn das nur schon losgeht, ja, also wenn Clinton den Mund aufmacht und sagt, russische Hacker, ja, dann bin ich nicht nur gelangweilt davon, sondern schon genervt, ja. Also es nervt mich mittlerweile wirklich. Weil das ist so der billigste,
der billigste Talking Point in den letzten 10 Jahren irgendwie, ja, den soll, also seit den Massenvernichtungswaffen ist das irgendwie dieses, ja, die russischen Hacker, wir können keins Argument ernst nehmen, die E-Mails sind, wir müssen sie alle als Fake betrachten, weil die russischen Hacker, also Trump ist ja da genauso genervt irgendwie, stellt das auch so dar, ja, ich kenne Putin nicht, ich weiß nur, dass es ihn gibt. Kommen wir noch. Also, finde ich, ich weiß nicht, ich meine, Clinton braucht irgendwie eine Strategie, um dann von ihren E-Mails abzulenken. Aber so langsam, ich meine, die Wahl rückt näher, aber dieses Pferd liegt jetzt schon tot unter der Erde, vielleicht findet ihr ja, es wird noch weiter geritten. Ja. Pass mal auf, so in 3 Jahren, wenn wir dann irgendwie ganz kleinen, kurzen Report in der New York Times lesen, ach so, ja, das waren doch nicht die Russen. Das war irgendein Typ in Arkansas, der Langeweile hatte, oder irgendein DNC-Mitarbeiter oder sogar irgendein Leaker aus irgendeiner Kampagne oder so weiter und so fort. Ja. Ich meine, das ist eine Verschwörungstheorie, die Clinton da reingebracht hat. Ich meine, sonst ist das immer Trumps Aufgabe, das zu bringen, aber... Ja, vor allem, das ist ein scheiß E-Mail-Server. Sie kann ja, ehrlicherweise müsste sie auf der Bühne stehen und sagen, ja, wissen Sie, so ich diesen E-Mail-Server eingerichtet habe, diese E-Mails liegen auch bei den 17 Geheimdiensten, die ich gerade genannt habe, ja, weil die haben genauso die Möglichkeit, entweder das im fließenden Verkehr abzufischen oder auf dem Server dazuzugreifen. Ja, also wenn es irgendwie eine Quelle gäbe, die auch mit echtem Kalkül, ja, dann würde ich da mal in diesem Geheimdienstenkrieg, der auch untereinander tobt, ja, zwischen den ganzen Einrichtungen, die es da so gibt, da einfach mal nachgucken, wer da mit welchen Kalkülen was vorhätte. Aber jetzt wird's lustig und hitzig, weil es ging jetzt um Putin, ja? Clinton jetzt so, du bist doch der beste Freund von Putin. Und Trump so, wer ist das? Also wir hören mal die ersten 2 Minuten rein. So I actually think the most important question of this evening, Chris, is finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not have the help of Putin in this election, that he rejects Russian espionage against Americans, which he actually encouraged in the past? Those are the questions we need answered. We've never had anything like this happen in any of our elections before. That was a great pivot off the fact that you once opened borders, okay? How did we get onto Putin? Hold on. Hold on, folks, because this is going to end up getting out of control. Let's try to keep it quiet so for the candidates and for the American people. Go ahead. Just to finish on the borders. Yes. She wants open borders. People are going to pour into our country. People are going to come in from Syria. She wants 550% more people than Barack Obama. And he has thousands and thousands of people. They have no idea where they come from. And you see, we are going to stop radical Islamic terrorism in this country. She won't even mention the words, and neither will President Obama. So I just want to tell you, she wants open borders. Now we can talk about Putin. I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If Russia and the United States got along well and went after ISIS, that would be good. He has no respect for her. He has no respect for our president. And I'll tell you what, we're in very serious trouble because we have a country with tremendous numbers of nuclear warheads, 1,800, by the way, where they expanded and we didn't. 1,800 nuclear warheads. And she's playing chicken. Look, Putin, from everything I see, has no respect for this person. Da wollte er ja noch ein Adjektiv unterbringen, aber hat sich nicht getraut. Ja, auch lustig, dass er hier die Nuclear War jetzt noch anspricht. Ja, also die machen jetzt neue und wir machen das nicht. Wo kommen wir denn da hin? Ja, mit seinem komischen Vertrag, auf den er immer wieder kommt. Hätte auch nochmal so eine Lehrstunde über den Film oder so machen sollen, damit man dann weiß in der Debatte, worüber er da redet. Ja. Ich meine, Clinton hat das ja eingeführt, also das ist die wichtigste Frage, das finde ich übrigens auch, weil wir als Europäer hier irgendwie auch mit Putin zu tun haben und dass Trump da drauf besteht, es wäre doch ganz gut, mit Putin gut auszukommen. Finde ich mutig und gut. Putin ist böse, haben wir doch gelernt. Putin ist böse. Wir müssen hier wissen, wer die Guten sind und wer die Bösen sind. Und Putin gehört zu den Bösen und mit denen redet man nicht. Das ist nicht sein bester Freund, wissen wir jetzt. Ja. Aber jetzt geht weiter und wir lernen jetzt von Hillary Clinton, dass Donald Trump die beste Puppe wäre, die Putin haben könnte. Ja. Und Trump erklärt, dass Putin Hillary über Jahre outsmarted hat. Also wie sagt man das auf Deutsch? Ausgeklugt. Also,
Ja, immer. Er war immer ein Schritt, immer ausgetrickst. Immer, er war immer einen Schritt schlauer. Because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America, that you encouraged espionage against our people, that you are willing to spout the Putin line, sign up for his wish list, break up NATO, do whatever he wants to do, and that you continue to get help from him because he has a very clear favorite in this race. So I think that this is such an unprecedented situation. We've never had a foreign government trying to interfere in our election. We have 17. Ja, das machen die Amerikaner nur in anderen Ländern, aber andere Länder bei uns so gab's das noch nie, genau. Das geht nicht. 17 intelligence agencies, civilian and military, who have all concluded that these espionage attacks, these cyber attacks, come from the highest levels of the Kremlin, and they are designed to influence our election. I find that deeply disturbing, Secretary and Clinton. I think it's she time has no idea whether it's Russia, China, or anybody else. I am not quoting myself. No idea. I am quoting Hillary, you 17. You have no idea. 17 intelligence. Do you doubt 17 our military has and no civilian idea. Agencies? Well, yeah, he'd I doubt rather it. Believe I doubt it. Vladimir Putin than the military and civilian intelligence professionals who are sworn to protect us. I find that just absolutely. She doesn't right. like Mr. Putin because Putin Mr. has outsmarted her at every Mr. step Trump, of the way. Excuse me. Mr. Putin has Mr. outsmarted Trump, her in Mr. Syria. Trump, he's outsmarted her here. Every I do get step to of the way. I do get to ask some questions. Yes, and I fine. Would like to ask you this direct question. The top national security officials of this country do believe that Russia has been behind these hacks. Even if you don't know for sure whether they are, do you condemn any interference by Russia in the American election? By Russia or anybody else? You condemn their interference? Of course I condemn. Of course I can. I don't know Putin. I have no idea. I never met Putin. This is not my best friend. But if the United States got along with Russia, wouldn't be so bad. Let me tell you, Putin has outsmarted her and Obama at every single step of the way, whether it's Syria, you name it, missiles. Take a look at the startup that they signed. The Russians. Das war eine der besten Szenen, da mussten wir auch laut loslachen. Es gibt ja den Start-Vertrag ja. aus den 80ern und er so Start-up-Vertrag. Have said, according to many, many reports, I can't believe they allowed us to do this. They create warheads and we can't. The Russians can't believe it. She has been outsmarted by Putin, and all you have to do is look at the Middle East. They've taken over. We've spent $6 trillion. They've taken over the Middle East. She has been outsmarted and outplayed worse than anybody I've ever seen in any government whatsoever. Ja, wenn er es besser erklärt hätte, wäre es irgendwie besser gewesen, weil das war ein sehr wichtiges Argument, ja. Warum hackst du immer so auf Putin rum, Clinton, ja, als ob der hier irgendwas zu tun hat? Es ist doch tatsächlich so, dass sie total sauer auf Putin sein müsste, weil er tatsächlich überall, wo er eingegriffen hat, wo Amerika auch die Finger drin hatte, am Ende als der Sieger irgendwie dastand. Ist das so? Ja, in Syrien. Wer hatte dann gedacht, dass er irgendwie Assad weitermacht und so und seine Frau gibt jetzt plötzlich wieder Fernsehinterviews und stellt sich als sorgsame Mutter dar, die den irgendwie der die Kinder leid tun und so. In der Hinsicht. Ich würde gerne wissen, wie Putin diese Debatte guckt. Ob er da an einem seiner Schlösser sitzt und immer in den Boxsack haut und einfach nur hofft, dass der Scheiß irgendwann vorbei ist. Also die Wahl. Und also das Rumgereite auf ihn. Ich weiß aus deutschen Regierungskreisen, die geben sich das gar nicht. Die nehmen das aus den Medien mit und so weiter, aber die tun sich das nicht an. Ich meine, das ist ja dann wirklich, wenn du da seit 20, 30 Jahren im politischen Geschäft bist, dann nimmst du diese Debatten auch nicht ernst. Weil dann kommen wir wieder zurück zu der Harvard-Vorlesung. Sie haben keinen Einfluss auf den Wahlausgang. Ja. Sie da geht's nicht um Politik, geht's um Show. Also ja, aber eine Weile war ja unklar, ob Clinton jetzt die sichere Partie ist. Ja, ich meine, darum haben wir uns ja auf die Debatten gefreut. Ich meine, im Prinzip haben wir das schon vorher gewusst, aber einfach nur, weil Trump diesmal dabei war, hatten wir beide ja auch gehofft, okay, vielleicht wird es diesmal anders. Hm. Aber hier auch zu behaupten, ich meine, das war auch ein Lacher bei uns, Russia has taken over the Middle East, also das ist ja einer der größten Witze, also wenn jemand den Mittleren Osten da
kontrolliert, dann sind es die Amerikaner. Ja, in der Hinsicht tut Trump hier Clinton sogar einen Gefallen für später, ja. Ja. Weil sie gar nicht beide nicht den Eindruck erwecken wollen, welche Rolle Amerika da so spielt. Ja. Nächstes Thema. Aber es gab noch, bei der Migration hat ja Clinton Trump nochmal vorgeworfen, dass der Trump Tower auch mit illegalen Migranten gebaut wurde und mit Stahl aus China. Und da hat er gar nicht widersprochen. Das war mir aufgefallen, aber hat er so stehen lassen. Also er hat auch nicht widersprochen, als sie nochmal wiederholt hat, dass er angeblich keine Federal Taxes, also Bundessteuern bezahlt hat. Ja. Ja gut, weil da stellt er sich ja mittlerweile als der Kluge dar, der das System austrickst, deswegen, weil er es gut kennt und deswegen fixen kann. Ja. Aber bei diesem Stahl Migranten... Da ist ein Argument halt, ey, du, deine besten Freunde, die dir am meisten Geld geben, machen genau dasselbe wie ich. Ja, genau. Damit hat er wahrscheinlich auch recht. Ja, absolut. Also... Wir kommen zu Atombomben. I find it ironic that he's raising nuclear weapons. This is a person who has been very cavalier, even casual, about the use of nuclear weapons. He's advocated more countries getting them, Japan, Korea, even Saudi Arabia. He said, well, if we have them, why don't we use them, which I think is terrifying. But here's the deal. The bottom line on nuclear weapons is that when the president gives the order, it must be followed. There's about 4 minutes between the order being given and the people responsible for launching nuclear weapons to do so. Oh, da hat er nochmal im Handbuch nachgeguckt. Oh, aber auch ganz ehrlich, ich meine, man, das bedarf 2 Minuten googeln, ob ein Präsident einfach so aus dem Bauch heraus sagt, okay, wir schießen mal eine Atombombe ab. Ach Mensch, da gibt es mehrere Stellen, die da auch noch mitdrücken müssen. Ja, da gibt es dann einen Generalstabschef, der da wahrscheinlich auch den Schlüssel umdrehen muss. Also der Präsident alleine kann keine Atombombe wegschicken. Es gibt dann diese Final Decision, also der Prozess, wenn sich die Armee oder das Militär entschieden hat, eine Atombombe abzuschicken oder abzuschießen, dann muss der Präsident nochmal das letzte grüne Licht geben. Aber so weit würde es doch quasi nie kommen, wenn man jetzt Trump vorwirft, den Knopf zu drücken, ja, die Atombombe loszuschicken, weil dann ist doch das Problem, dass das Militär vorher schon entschieden hat, ja, also aus unserer Sicht können wir das abschicken. Ja, wäre doch witzig, wenn sie nochmal so auf Hollywood-Filme verwiesen hätte. Haben sie es damals nicht gesehen bei Crimson Tide oder Jagd auf Roter Oktober oder Broken Arrow und so? Ja, Atomwaffen können immer mal verschwinden und dann muss man die schnell abschießen. Wenn man keinen Funk zum Kontakt zu irgendwem hat, dann gilt Amerika als angegriffen und er wird angegriffen. Ja, oder Dr. Seltsam, ne? Ja, genau, stimmt. Ja. Gut, wir machen weiter. Es ging weiter. Clinton wird vorgeworfen, dass sie eine Lügnerin ist. Was, da kannst du auch sagen, sie ist eine Frau. Stimmt. Ja. Und ja, das soll jetzt nicht komisch klingen, aber natürlich ist sie eine Lügnerin, wie wahrscheinlich alle großen Politiker. Und aber sie macht jetzt noch einen geilen Spruch, den erkläre ich dann am Ende. Look, she's been proven to be a liar on so many different ways. This is just another lie. Well, I'm just quoting you when there's no quote. You're not going to find a quote from me. Nuclear competition in Asia. You said, you know, go ahead, enjoy yourselves, folks. That kind and defend of language, yourselves. That, well, and defend United yourselves. States I didn't say nuclear. And defend peace. Yourself. The United States has kept the peace through our alliances. Das war ein Riesenlacher bei uns. United States has kept the peace through our alliances. Hm. Also, da gab es auch eine Menge Tweets, wo dann so sagt, so, ach so, das muss, dann muss das ein anderes Land sein, das immer noch 7 muslimische Länder bombardiert. Ja, also, Das muss die Friedensallianz sein. Ja, mit der Türkei und so, das ist doch alles, die Allianzen sind alle super intakt. Ja, Jemen und so weiter, das ist auch eine Allianz. Die Saudis, die bombardieren da nicht mit amerikanischen und auch deutschen Waffen, ja. Mhm. Nein, das sind friedenserzwingende Maßnahmen. Ja, vor allem ist sie in Jemen schießen sie jetzt selbst, ne? Sie machen nicht nur unterstützende Maßnahmen, sondern sie bombardieren jetzt auch selbst. Ja, das ist unser Friedensnobelpreisträger, der noch nicht mal meint, da den Kongress zu fragen, hey, soll ich in den Krieg ziehen? Darf ich in den Krieg ziehen?
Machen sie einfach. Also das, was Bush vorgeworfen wurde, ja, macht Obama jetzt mehrfach. Nächstes Thema. So, im Grunde ging es um die NATO, aber ich habe das jetzt geklippt, weil, und das hat Tyler quasi gestern schön auf einen Begriff zusammengefasst, Trump will Schutzgeld. Das ist jetzt das, was er jetzt sagt über Deutschland, über Japan, also die ganzen Länder, die zum Beispiel eine US-Präsenz haben. Das ist Schutzgelderpressung, was Donald Trump hier abgibt. Because when I said Japan and Germany, and I'm not to single them out, but South Korea, these are very rich, powerful countries. Saudi Arabia, nothing but money. We protect Saudi Arabia. Why aren't they paying? She immediately, when she heard this, I questioned it. And I questioned NATO. Why aren't the NATO questioned? Why aren't they paying? Because they weren't paying. Since I did this, this was a year ago, all of a sudden they're paying. And I've been given a lot of credit for it. All of a sudden they're starting to pay up. They have to pay up. We're protecting people. They have to pay up. And I'm a big fan of NATO, but they have to pay up. She comes out and said, we love our allies. We think our allies are great. Well, it's awfully hard to get them to pay up when you have somebody saying, we think how great they are. We have to tell Japan in a very nice way. We have to tell Germany, all of these countries, South Korea. We have to say, you have to help us out. Ja, das finde ich auch. Das müssen wir halt auf ganz nette Weise sagen, ja, irgendwie. Nice country you have there. Euer Beitrag für die NATO steigt jetzt. Would be a shame if something happens to it, right? Ja, ist wirklich verrückt. Aber so geht das halt, ja. Also das ist die Importanz, die Wichtigkeit der Außenpolitik in einem amerikanischen Wahlkampf, ja? Dass man so auf der Bühne steht und sagt, ja. Also so wie Tyler das eben zusammenfasst, ja. Das Kuriose man ist kennt ja, es nur aus Film. Das Kuriose ist ja, Chomsky würde sagen, so läuft's ja tatsächlich, ja. Ah, ja, In Sachen NATO hatte sich Europa... Es geht nicht ums Geld. Es geht nicht ums Geld. Es geht um die Präsenz und die Allianz. Hier geht's mit Pay-Up, meint er, dass sie halt auf die 2% vom Sozialprodukt kommen. Also quasi ihren eigentlich festgelegten Beitrag zahlen, aber halt nicht an die USA Geld überweisen. Ja, die Gefahr. Aber der normale Durchschnittsbürger weiß ja hier 2% vom Bruttosozialprodukt, worüber reden wir hier eigentlich? Mhm. Das sagt er ja auch gar nicht mehr. Der normale Bürger hört nur, they have to... Pay us, they have to pay us. Und das klingt für mich dann wie eine Schutzgelderpressung. Na klar. Also zum einen wirkt sie ja, weil auch die Deutschen, also Merkel selbst, es ist ja Merkels Thema, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen auf ein Niveau, wie sich die Amerikaner das vorstellen und dann eben auch der amerikanischen Waffenlieferungen von, was weiß ich, 8 Tonnen hier und 8 Tonnen da mal unterzubringen und zu stationieren. Aber ich habe das mal im Deutschlandfunk Hintergrund, ist leider schon eine Weile her, deswegen könnte ich jetzt schlecht drauf verlinken, weil ich es nicht mal raussuchen könnte, aber die NATO ist ja nicht alternativlos. Und Amerika hat... Was? Bist du jetzt Anti-NATO, Stefan? Oh. Na, es gibt ja in Europa eigene Organisationen, die sich formiert haben, um auch solche sicherheitsrelevanten Fragen als Debattenforum und vielleicht auch sozusagen in materieller Verteidigungshinsicht zu organisieren. Und dann hat Amerika gesagt... Wir bauen doch jetzt schon an der EU-Armee. Ja, sowas irgendwie. Und dann kam aber Amerika mit der ganz klaren Doktrin, und die lässt sich auch nachlesen, die NATO muss es sein, die das regelt, und wir... Und sei es, dass wir sind das größte Einzahlerland, regeln und so weiter, dominieren dann die NATO. Ja? Also so den über zwei Ecken, also Amerika hat einen Vorrang in der NATO und die NATO hat einen Vorrang in Europa, so die Organisation der Sicherheit also, irgendwie zu gestalten. Ich meine, so läuft doch die NATO. Der Sprecher der NATO, also der Seibert der NATO, ist ein Europäer, der Stoltenberg, aber der militärische Chef, und es ist ein Militärbündnis, ist immer ein Amerikaner. Also es ist ein amerikanisches Militärbündnis, ja. Aber natürlich wird dann immer wieder die deutsche Sprachregelung ist immer internationale Allianz, die internationalen Partner und so weiter. Ja. Dabei geht es immer um die US-Alliierten. Ja. Muss man so schonungslos sagen. Dann fand ich lustig, Donald Trump nennt Obamas Regierung ein Regime. We have during his regime, during President Obama's regime, we've doubled our national debt. Ja, ist das keine, also ist das nicht eine Sprachregelung, die man hinnehmen kann, so als Regime? Habe ich noch nicht gehört. Naja, wenn man dabei, sieht man, hört man jetzt nicht, aber wenn man dabei in Hillarys Gesicht guckt, dann muss sie sich schon kneifen, da nicht zu widersprechen. Ja.
Dann fand ich eine lustige Szene, das hat sich, also wir wissen ja, Clinton hat sich tagelang auf die Debatte vorbereitet, Trump nicht. Und das Ding, diese kleine Stelle, hat sie sich auf jeden Fall, das haben sie einstudiert. Achtung. Our country is dying at 1% GDP. Well, let me translate that if I can, Chris, because you can't. The fact is, he's going to... Aber Trump war mal wieder gut. Also er hat auf jeden Fall den höheren Fun-Faktor. Ja, das fand ich auch. Ja, also ich meine, aus Reality-Show-Sicht, ne, und das war ja auch Greenwalds Punkt, wenn die Amerikaner wirklich auf Reality-Show gehen, dann muss man eigentlich denken, dass sie sich für den Kandidaten entscheiden, der noch für die nächsten Jahre unterhaltsamer sein wird. Ja, ich meine, es wirkt ja auch so komisch, weil im Grunde diese Form von Schlagfertigkeit ist ja total normal, nur völlig unerhört in so einer Debatte, ja. Und jetzt hat es einfach so kultiviert und ich finde es auch total unterhaltsam irgendwie, aber es funktioniert halt nur, also ich finde jetzt nicht, dass Trump da besonders super schlagfertig und tolle Sprüche macht, aber für so eine Debatte ist es so unerhört, dass ich es schon wieder unterhaltsam finde, ja. Also in der Maßgabe, finde ich, hat es auch gut funktioniert. Ich meine, wir werden ja nächstes Jahr, es gibt ja ein einziges Kanzlerduell und das werden wir wahrscheinlich auch analysieren. Ich möchte es ja gerne mitmoderieren, aber ich gehe davon aus, dass es überhaupt, dass es nie und nimmer stattfindet, also dass nie und nimmer passieren wird. Weil, ne, ist ja so, ARD, ZDF haben ihre, ja, das machen haben RTL ihre Anne Will, haben ihre Anne Will und Maybrit Illner, RTL schickt Peter Klöppel. Einzige Chance könnte ProSieben sein, obwohl ich da ja glaube, dass ProSieben irgendwie Jan Böhmermann schicken sollte oder so weiter. Oder schicken wird. Ja, aber vielleicht sind es auch so, dass sie sagen, diesmal kommt noch einer aus dem Internet. Ja. Ja, aber dann kommt LeFloid und nicht Tilo. Ja, aber ich meine, dann hast du wieder so 4, 5 Leute, die Fragen stellen. Das ist für sich schon mal scheiße. Das hat beim letzten Mal nicht funktioniert. Ja gut, aber ich meine, ich nehme natürlich Merkel gerne so oder den SPD-Kanzlerkandidaten und Merkel zusammen. Aber der Reiz ist ja, dass da im Fernsehen 20 Millionen Menschen zugucken. Ja. Das reizt mich schon, ja. Ja, gut. Ein bisschen Insights, aber das sind Wunschträume, die ich aber nur lustig finde. Wir sind noch nicht so lange wach, Tilo träumt noch. Genau. Mhm. Dann hat Chris Wallace wieder eine Frage gestellt und Trump signalisiert, oh, die gefällt mir. I want to pursue your plan, because in many ways it is similar to the Obama stimulus plan in 2009, which has led to the slowest GDP growth since 1949. Correct. Thank you, sir. Das war wirklich das Highlight des ganzen Dings, fand ich. Noch besser, als sich für die Frage zu bedanken am Anfang. Ja. Also, stimmt, ja, er fängt so an zu lächeln und denkt, ah, ich habe mich zu Recht nicht vorbereitet. Ja, hier sitzt Fox News und stellt diese, und es ist im Grunde eine alberne Frage, sie hat ja auch die richtige Antwort dazu gefunden. Aber... Ja, aber das Lustige war, Chris Wallace musste sich auch mal einen Moment kurz beherrschen, weil selbst er fand das lustig. Ja. Dann für mich eine der entscheidendsten oder überraschendsten Stellen. Clinton wird jetzt ganz deutlich in Sachen Freihandelsabkommen. Und es geht bei den Amerikanern ja immer nur um TPP, TTIP, also TTIP wird immer fast hinten wegfallen. Aber wir hören mal jetzt ganz genau hin, was Hillary Clinton in Sachen Freihandelsabkommen, also transpazifisches Freihandelsabkommen, sagt. Now she wants to sign Trans-Pacific Partnership, and she wants it. She lied when she said she didn't call it the gold standard in one of the debates. She totally lied. She did call it the gold standard, and they actually fact-checked, and they said I was right. I was so honored. I want to give you a chance to briefly speak to that, and then I want to pivot to 1/6 and that the will economy, be as bad as now. Which is Obamacare, but go ahead, well, briefly. First, let me say, number one, when I saw the final agreement for TPP, I said I was against it. It didn't meet my tests. I've had the same tests. Does it create jobs, raise incomes, and further our national security? I'm against it now. I'll be against it after the election. I'll be against it when I'm president. Nah. Whoa. Ja, also ich habe dann nochmal nachgeguckt und ich fand damals schon das blöd. Ja, ja, alles klar. Was du beobachtest? Hillary auf jeden Fall den klareren Politiker-Talk drauf hat. Sie schafft es, Aussagen so zu machen, dass sie im Nachhinein dann, also sie war jetzt gegen diese Art von Abkommen. Das heißt, da braucht man nur ein Komma woanders hinsetzen und dann kann sie das unterschreiben, ohne sich selbst widersprechen. Es haben sofort 3 Studenten hinter mir gesagt, naja, dann nennen sie es einfach nicht TPP, sondern anders. Punkt aus. Ja, ich fand es bei diesem ganzen zweiten, nee, das dritte Thema Wirtschaft war sie eh so schwach irgendwie, ja.
Sie kam dann immer mit so Sachen wie, ja, so Trump macht ja 10 Millionen, ich mache ja 10 Millionen plus Jobs und Trump macht 3 Millionen minus. Ja, als ob das irgendwen sozusagen auf dieser emotionalen Ebene, auf der die Debatten funktionieren, ach so, 10 Millionen plus, geil, bei Trump 3 Millionen minus, na dann. Entscheide ich jetzt mal. Als ob man das wirklich voraussagen kann. Ja. Ja, als ob du wissenschaftlich sagen kannst, ja, also wenn du diesen Plan machst, createst du 3 Millionen Jobs. Das glauben diejenigen aber. Ja, ich meine, du lernst das im Studium, im BWL-Studium, du lernst das im Politikstudium. Du kannst. Das ist aber VWL. Ach so, ja. Ja, aber es wirkte so ein bisschen so, als würden sie sich bei dem Thema. Als würden sie sich bei dem Thema. Der Staat ist doch ein Betrieb, was willst du denn? Ja. Na, so weit sind wir noch nicht. Also es wirkte so, als, soll er sein. Als würden die sich bei dem Thema so durchwinden, ja. Obwohl ja immer alle sagen, es geht um die Wirtschaft, ja, wenn es darum um die Frage geht, wer gewinnt, wer verliert. Weil das fand ich jetzt die letzten Tage, habe ich öfter jetzt im Radio und auch überall gelesen, dass es die erste Debatte seit Jahrzehnten ist, also wahrscheinlich seit den 80ern oder so weiter, wo in den 80ern ging es um den Kalten Krieg und so weiter, aber seit der ersten Clinton-Kampagne 92 war sonst immer dieser It's economy, the economy, stupid, das große Leitthema. Und es ging immer um die Wirtschaft. Ja. Und in diesem Wahlkampf ist die Wirtschaft nur so ein Randthema. Ja weil Clinton das nicht anders zulassen wollte und Trump außer seinen komischen Wortwolken-Floskeldings dann auch nicht viel bieten konnte, ja. Ich wollte nur eine Sache anmerken, und zwar, weil wir gerade über die Rhetorik der Kandidaten geredet haben und kann man ja auch jetzt mal sagen, dann kann man auch drauf achten. Trump hat immer gesagt, I will, also ich werde. Ja. Und Clinton sagt immer, typisch Politiker, sprich, I want to. Das heißt immer so, ich würde gerne. Oder sie hat gesagt, Trump will, he will. Ja. But I want to. Ja, genau. Aber gut, wir haben jetzt gerade gehört, dass sie gesagt hat, I will not sign. Oder ich werde jetzt hier kein TPP. Ja, aber da hat sie halt dann über dieses PPP. Das heißt, in ihren Sätzen steckt immer irgendwas drinne, wo man dann im Nachhinein, naja, typisch halt, ne? Ja. Gut, ich meine, Obama hat auch gesagt, I will close Guantanamo. Und also, der, kannst du denn so oder so nicht glauben, ob er mir jetzt sagt, I want to close it oder I will close it? Ja, aber I will ist stärker. Und das ist ja auch, darum ging es Trump immer. So, worum es Trump auch ging, er wollte immer wieder seine Floskeln loswerden, beziehungsweise eines seiner Themes war, und das hatten wir in der letzten Debatte schon beobachtet, dass Clinton zwar mehr Erfahrung hat als er. Wie soll das auch? Ist nicht schwer, Donald. Aber klar hat sie Erfahrung, politische Erfahrung im Amt, aber die ist ganz, ganz schlecht. I ask a simple question. She's been doing this for 30 years. Why the hell didn't you do it over the last 15, 20 years? You were very much involved, excuse me, my turn. You were very much involved in every aspect of this country, very much. And you do have experience. I'd say the one thing you have over me is experience, but it's bad experience because what you've done has turned out badly. Also im Verlauf der Debatte fand ich das ein sehr gutes Zwischenfinale in diesem ganzen Wirtschaftszeug. Mir ist aufgefallen, dass das ein Fehler von Trump war. Und zwar, er hat gerade gesagt, why the hell? Ich habe in Texas gelebt und wenn du mit Christen dort lebst, die sind super empfindlich, wenn du the Lord in vain nimmst, also wenn du Jesus falsch benutzt, wenn du hell sagst, darum wird immer im Süden, im Southern Belt immer why the heck gesagt oder so weiter und so fort. Ja. Also das könnte, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber das ist mir aufgefallen. Ja, ist mir auch aufgefallen. Als Republikaner what the hell zu sagen ist schon ganz krass. Das ist zu scharf. Dafür in die Hölle. So, jetzt kommen wir das andere große Thema war natürlich Trumps Umgang. Fitness to be president. Genau. Nee, es ging um Frauen. Ich weiß nicht, ob das es ging um Frauen, aber er hat es eingeleitet und es geht jetzt um den Themenkomplex Fitness to be president. Und da habe ich auch überlegt, kann das wirklich sein, ja, dass die sich 3 Wochen vorher darüber noch verständigen und zwar ganz explizit in der Debatte. Jetzt reden wir, also liebe Zuschauer, jetzt reden wir darüber, ob die überhaupt fähig wären, Präsident sein zu können, ja. Es geht ja nicht nur um die Entscheidung zweier Kandidaten, die auf jeden Fall auch Präsident sein könnten, dann fänden vielleicht der einen das schlechter als der anderen, ja. Aber das ist hier als einer von 6 Debattenpunkten sind sie überhaupt geeignet? Genau. Also, unglaublich, ja. Angepasst sein, ne, geeignet sein, nicht Fitness. Ne? Ja. Ich habe gerade eine E-Mail von Hillary bekommen. Ach so, ja, das wollte ich auch nochmal. Sie kommen in Amerika schon. Geht's los. Ich
ich habe die, also wir haben uns ja, weil wir diese Veranstaltung besuchen wollen, dort angemeldet und Hillary hat schon angelogen. Ja. Und Donald hat was zu verbergen. Ja. Also Hillary hat behauptet, dass ich einer ihrer most committed supporters bin. Ja, hier ich auch. In der allerersten E-Mail, die sie mir geschickt hat. Ja, Thilo, nicht deswegen ja auch, ich habe die gestern Abend schon bekommen. Hier steht, I need you with me, Thilo. The only way we'll win this together. Und dann, you're one of our most committed supporters. And that's Hillary is a lie. Ja. Ja. Und dann haben wir uns noch bei Donald Trump angemeldet und der hat anscheinend irgendwas zu verbergen, denn man darf keine Kameras mit reinbringen. Nicht mal eine GoPro, keine Selfie-Sticks, gar nichts. Ja, Stefan, geh mal in die E-Mail, die ich dir geschickt habe mit der Trump-Anmeldung. Mhm. Also man darf tatsächlich nur sein Smartphone so, ja? Nee, pass auf. Und dann scrollst du mal ein bisschen runter und dann gehst du mal bei General Information und da sind ein paar Hinweise, was man da mitbringen kann. Und liest das mal vor unseren Hörern. Das fand ich nämlich sehr interessant. Also, wo finde ich das denn? Ticket, RDXXX, FN. Nein, runter. General Information. Ach hier, General Information. No Posters, bekommt man wahrscheinlich dort. Ja. Keine eigene. No Banners, okay. Yeah. All signs may be brought into the event, okay. Es gibt keinen Dresscode? Oh. Die sehen immer anders aus, die ganzen Trottel. Mit ihren angemalten T-Shirts und so. Keine professionellen Kameras mit Linsen. Ach so, mit Linsen. Also so eine GoPro ginge vielleicht schon. Nein, lies mal weiter. Ach so. Also no Tripods, okay. Monopods, Selfie-Sticks oder GoPros. Wow, die haben das wirklich 1:1 GoPro hier drin stehen. Aha, eine ID ist auch nicht required. Ja, das ist das Lustige. Also ich meine, wir sind ja als Nicht-Deutsche, können dann da reinspazieren. Ey, wir müssen ja nicht unseren Ausweis zeigen. Ja? Wir wollen uns ja ausgeben als amerikanische Deutsche, die hier in Pennsylvania irgendwie leben. Ne? Ja. Also, that's what I am. Ja. I was raised German-speaking. I just figured out I'm living in the US 3 weeks ago. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Wir sind Amish, ja. Oh, am Kriegsgedenkmal wird das. Mhm. Ja, aber das ist das Lustige, du darfst keine professionellen Kameras mitbringen, aber also iPhones ist natürlich erlaubt, aber was wichtig ist für uns, da steht nicht, dass wir keine Mikros mitnehmen können. Ja, aber das wird ja eh alles live gestreamt und so. Nee, wir wollen ja da mit den Anhängern mal reden. Also ja. Das ist ja das Wichtige für mich. Mikro ist kein Problem und wir müssen nicht uns ausweisen. Naja. Der Rest ist mir wurscht. Aber ich fand das lustig, ja, aber hier Banner und Poster und so weiter bitte nicht mitbringen. Ja, frage ich mich ehrlich gesagt, warum? Ist doch. Das ist aber. Weil sie die Message kontrollieren wollen. Ja, und weil das man ist doch Wahlkampf. Wenn man so rüberschwenkt, dann ist es ja auch viel schöner, wenn 100.000 Mal das gleiche Schild hochgehalten wird, als wenn 100.000 wahrscheinlich. Selbst. Ja. Naja, man darf seine Babys mitbringen. Wir machen weiter, großes Thema, ne? Fitness to be President, es ging um Trumps Umgang mit Frauen und Trump hat dann aber gleich mal immer das Ding umgedreht und dann gesagt, ja, das ist alles falsch und dann hat er natürlich einen Gegenangriff gestartet, dass das Clinton-Camp bei seinen Wahlkampfveranstaltungen zum Gewaltanstacheln bereit war oder sogar es teilweise geschafft hat. Es gibt da ein Video, ich weiß nicht, ob wir das verlinken sollten, aber das findet man auch so. Das O'Keefe-Video, ne, für alle Kenner, guckt mal rein. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, will mich auch damit nicht mehr beschäftigen, keine Zeit dafür. Aber zumindest geht es darum, dass wir einen Demokrat oder jemanden haben, der auf Video sagt, dass er Geld dafür gekriegt hat, auf einer republikanischen Wahlkampfveranstaltung Streit anzufangen. Ja. Gewalt ausbrechen zu lassen. Ich habe Streit angefangen. Mhm. Ja. Verbal Streit meine ich damit nicht. Ja, ich glaube das sowieso sofort, ja. Weil ich meine, dafür ist Wahlkampf da. Ja, wir hören rein. You said your talk about grabbing women was just that talk and that you'd never actually done it. And since then, as we all know, 9 women have come forward and said that you either groped them or kissed them without their consent. Why would so many different women from so many different circumstances over so many different years, why would they all in this last couple of weeks make up, you deny this, why would they all make up these stories? And since this is a question for both of you, Secretary Clinton, Mr. Trump says what
your husband did and that you defended was even worse. Mr. Trump, you go first. Well, first of all, those stories have been largely debunked. Those people, I don't know those people. Largely. I have a feeling how they came. I believe it was her campaign that did it. Just like if you look at what came out today on the clips, where I was wondering what happened. Ich meine, ganz kurz, damit hat er wahrscheinlich sogar recht. Ich meine, wir erinnern uns an die allererste Debatte. Was hat Hillary Clinton ganz am Ende gesagt? Ich meine, die Saturday Night Live-Persiflage war da ja perfekt. Sie hat diese Frau ins Spiel gebracht und da ist das Ganze ins Rollen gekommen. Mit der zweiten Debatte war das dann schon das große Thema und nach der zweiten kam dann der Rest. Ja. Also das glaube ich ihm schon, aber das Problem ist ja, dass er es gemacht hat. Happened with my rally in Chicago and other rallies where we had such violence. She's the one in Obama that caused the violence. They hired people, they paid them $1,500, and they're on tape saying, be violent, cause fights, do bad things. I would say the only way, because those stories are all totally false, I have to say that. And I didn't even apologize to my wife, who's sitting right here, because I didn't do anything. I didn't know any of these women. I didn't see these women. These women, the woman on the plane, the woman, I think they want either fame or her campaign did it. And I think it's her campaign because what I saw, what they did, which is a criminal act, by the way, where they're telling people to go out and start fistfights and start violence. And I'll tell you what, in particular in Chicago, people were hurt and people could have been killed in that riot. And that was now all on tape. Started by her. I believe, Chris, that she got these people to step forward. If it wasn't, they get their 10 minutes of fame. But they were all totally, it was all fiction. It was lies and it was fiction. Und da möchte ich nochmal für unsere Hörer auch sagen, ich glaube, das zu 100%, was er hier gesagt hat. Ja, das ist alles Fiction, das ist fabriziertes Zeug aus der Clinton-Kampagne. So funktionieren die Wahlkämpfe, ja? Klar. Wenn es da wirklich was gäbe. Dass er ein Arschloch ist und dass er Frauen behandelt wie Dreck, das ist doch gar keine Frage. Ja. Ja, ich meine, selbst die New York Times in ihrem Podcast, den du da letztes Mal empfohlen hast, ja, hat sich dann doch darauf geeinigt, so, ja, dieser, ich hab's ja auch so als dieses, ja, das ist eben dieser Locker-Talk, ja, also so reden Männer unter sich. Nein, hast du nicht mitbekommen, die NFL haben ach ja, genau, okay. Die Spieler und so haben gesagt, sowas machen wir nicht. Die Basketballspieler haben gesagt, sowas machen wir nicht. Ja. Am besten hätten noch die Fußballspieler hier, die Bundesligaspieler gesagt, nein, sowas machen wir auch nicht. Ja. Das ist so lächerlich. Mhm. Das ist so lächerlich. Gerade in Amerika, ja, also das ist wirklich, da musst du nur die 15-Jährigen schon mal hinten in den Bus setzen, ja. Und schon geht das Gerede los, obwohl die Mädels vorne im Bus sitzen. Also das ist zum einen, finde ich, in Amerika immer noch total normal, sich so zu verhalten, aber es eben... Das ist unter Männern hier zwischen 14 und 54 ist das Standard. Und man darf nicht, es ist eben auch unter Frauen sehr verbreitet, ja, das muss man auch mal dazu sagen. Aber was noch viel wichtiger ist, ja, und dieses Argument fand ich so schlüssig, als das in diesem New York Times Podcast vorkam. Wenn... Tyler, was ist los? Tyler möchte dir widersprechen. Ich finde nicht, dass es Standard ist. Ich will es ja nicht entschuldigen, aber es kommt überall vor. Klingt so, als wenn du jetzt auch dauernd so redest. Nein, ich bekomme es überall mit. Also, in diesem New York Times Podcast gab es ein sehr gutes, genau, wir wollen keinen nächsten Shitstorm hier mit Tilo und den Frauen. Also, in diesem New York Times Podcast, den man ja auch nochmal verlinken kann, ich weiß nicht genau, welche Ausgabe das da war. Wie heißt der nochmal? Weißt du es noch? Dieser... mit den bunten Farben auf dem Cover. Naja, egal. Also in diesem Podcast hat die eine, die auch häufig mit Trump da Interviews geführt und so, nochmal gesagt, naja, das ist halt diese Situation. Ja. Das ist so diese Situation. Trump ist so ein Typ, der kann gut verhandeln. So. Er kann Situationen dominieren, weil er diese andere Fähigkeit hat oder angelernt hat. So dieses Blend-In, ja. Er durchschaut eine Situation und er kann sie dann erst übernehmen und dann dominieren, indem er diese ganzen, das sind ja keine Tricks, sondern das ist ja im Grunde ganz natürliches Verhalten, diese komplementäre Beziehungsgestaltung. Naja, wenn die Stimmung gerade so ist, dann reihe ich mich da so ein. Und das kann man nämlich an diesem Clip, der hier so in Frage steht, so gut sehen. Man hört, wie die alle miteinander sprechen. Und Billy Bush
fängt sozusagen an, ja, und Trump reagiert dann darauf und macht dann so dieses, wenn du so reden willst, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, warum nicht, ein paar Witze machen, ja. So, und dann spielt er aber so dieses, naja, wenn wir schon so reden, dann muss ich aber jetzt der dominante Typ sein, ja, also ich bin ja der coole Donald Trump, ich bin ja schon 60, aber ich muss dann halt mich so und so äußern, um diese Situation so im Griff zu haben, weil ich will ja hier nicht untergebuttert werden von so einem Billy Bush irgendwie. Und dann steigen sie aber aus dem Bus aus, und das ist dann eben auch noch auf dem Video drauf, und begegnen dieser Frau, über die sie vorher geredet haben, und Trump ist wie ein verwandelter Mann, ja, also von jetzt auf gleich so ganz, er traut sich nicht mal so richtig, sie zu berühren, und der Billy Bush fängt dann aber an mit diesem, ja, willst du nicht mal den Trump hier noch umarmen und so, ja, er bleibt dann drauf auf dieser Spur, auf der er vorher schon mit Talk war, und wandelt das dann in Action um. Man merkt es ein bisschen, dass es Trump dann da doch zu weit geht. Und ich finde, wenn dann so Frauen, die ihn auch kennen, darüber reden, naja, da hat er halt wieder dieses, die Situation beherrschen, ein bisschen zu übertrieben, aber er wusste ja nicht, dass er beobachtet wird und so weiter. Das finde ich soziologisch komplett nachvollziehbar. Also für mich bleiben da keine offenen Fragen so. Und wenn der Moderator hier sagt, naja, da sind ja jetzt 10 Frauen aufgetaucht, wenn bei so einem Kaliber wie Trump, ja, der als 30 oder 40 Jahren als Milliardär durch diese New Yorker High Society driftet, 10 Frauen mal Geschichten von irgendwann erzählen, also das ist für mich genau faktisch nichts, ja, es ist alles Fiction, so wie Trump das hier auch behauptet. Also absolut nachvollziehbar, ich verstehe das komplett, aber ich finde es eben auch, habe ich gestern mit Rena schon gesagt, ja, das ist einfach eine wunderbare Kampagne, die Clinton da die letzten 2 Wochen gemacht hat, bis hin zu Michelle Obamas Rede, ja. Und wir wissen genau, wie sehr Michelle Obama irgendwas von Clinton hält. Das ohne, ist der größte Witz der Geschichte. Ohne dass es jetzt verharmlosen, aber es geht ja auch nicht darum, dass Trump die jetzt irgendwie vergewaltigt hat oder irgendwie sexually assaulted im Sinne von Gewalt angewendet hat, sondern das hat Wallace ja auch gerade gesagt, er hat sie irgendwie, er soll sie geküsst haben, ja, oder irgendwie ungefragt geküsst haben oder so weiter. Das siehst du, geh mal in irgendwelche Clubs in Berlin, da siehst du ständig irgendwelche 50, 40-jährige Männer, die irgendwie halbtrunken irgendwelche jungen Mädels anfassen und am besten nochmal kurz knutschen. Ja. Also, ja, ich würde auch nicht sagen, dass es da keine unbearbeiteten Themen gibt, ja, aber die Frage, was ist ein Consent und was ist eben ohne Consent, die muss man hier in diesen Einzelfällen immer wieder so aufdröseln. Und dann kommt halt dazu, und ich meine, wir können darüber nicht reden, ja, aber wenn man so Adam Curry zuhört, der eben vor 20 Jahren als MTV-Millionär da teilnahm an diesen ganzen Partys und die es da gab, ja, das ist eine Form von Gesellschaft, die kennen wir einfach gar nicht. Und wenn dann John C. DeWork noch davon erzählt, naja, wenn du vor 30 Jahren erste Klasse geflogen bist, ja, du hattest da einen Luxus an Platz und so, da gab's nicht einfach eine Armlehne hochklappen in der ersten Klasse und du saßt neben dem anderen, ja, also so ein Quatsch. Und das glaube ich eben auch, ne? Niemand sitzt vor 20 Jahren in der ersten Klasse und hat eine Armlehne zu seinem Sitznachbarn, den er nicht kennt. Ja, was ist denn das für eine erste Klasse? Also es ist wirklich totaler Quatsch, ja. Es ist alles Fiction, was hier wir zu diesen Frauengeschichten zu Trump jetzt serviert bekommen haben. Apropos Fiction, trotzdem hat Clinton, die haben sich natürlich auch vorher gedacht, wie können wir da nochmal schön einen reingrätschen und so weiter. Und Clinton hat das jetzt eigentlich, das muss man nicht lassen, wunderbar formuliert. Thinks belittling women makes him bigger. He goes after their dignity, their self-worth. And I don't think there is a woman anywhere who doesn't know what that feels like. So we now know what Donald thinks and what he says and how he acts toward women. That's who Donald is. Ja, ist jetzt ausgekostet, perfekt ausgebeutet, ja, und es war am Ende auch der Todesstoß von der ganzen. Genau. Auch mit diesen kleinen Pausen und wie sie das auch performativ gemacht hat, muss man Clinton lassen. Ja. Große Klasse. Das hat die Wahl entschieden. Die Wahl wurde jetzt von einem absolut unpolitischen Thema in dem Falle entschieden, das absolut ausgedacht war und das genau im richtigen Moment, nämlich in der ersten Oktoberhälfte, da so reingeplatzt ist. Und ich bin immer noch vorsichtig. Ich möchte nicht sagen, dass die Wahl entschieden ist. Ja, da muss aber noch richtig Krasses passieren, weil die Leute sind jetzt so entpolitisiert durch den Scheiß, die wollen nur noch, dass es vorübergeht. Ja. Ich sag nur, warten wir es ab. Ich glaube auch, dass das wird, aber weil er ja, aber ich würde noch nicht sagen, dass es entschieden ist. Also das kotzt mich nicht, nein, das kotzt mich nicht an, aber dass dann hier wieder deutsche Medien dann so, ja, ist durch. Ist durch, ja. Ist durch, alles ist durch. Nee.
Auf der anderen Seite, und wenn wir jetzt wieder bei den Medien sind und Medieninteresse, eigentlich müsste jetzt in den nächsten Tagen noch irgendwas passieren, damit in den nächsten 3 Wochen es noch spannend bleibt. Weil, Stefan, wir haben doch mitbekommen, die Ad-Dollars müssen da weiter fließen, die Ratings müssen noch weiter da sein. Ja, also es stellt sich schon der erste Kater ein bei den Medien. Irgendwas muss doch noch passieren jetzt. Ja. Gut. Nochmal Donald Trump mit dem unglaublichen Spruch. Mr. Trump. Nobody has more respect for women than I do. Nobody. Nobody has more respect. Please, everybody. Und dann lacht das Publikum, das leise sein sollte, lacht dann anscheinend so laut, dass der Moderator sagen muss, ey, reißen Sie sich zusammen, ja bitte. Ja, reißen Sie sich zusammen. Dass das jetzt immer noch seine Antwort ist, ja. Dass ihm nichts Besseres eingefallen ist in diesen Tagen. Und er wusste, okay, ich mache nochmal eine Debatte und da gucken nochmal 80 Millionen zu und so. Und dann einfach nochmal den Spruch reinzubringen. Also, wenn Clinton das verliert, ist das die dümmste Niederlage aller Zeiten, ne? Also, wahrscheinlich, es ist einfach unglaublich. Gut, trotzdem fand ich interessant, ich war am Ende natürlich enttäuscht, aber es ging auch mal um die Clinton Foundation und wir hören mal rein. During your 2009 Senate confirmation hearing, you promised to avoid even the appearance of a conflict of interest with your dealing with the Clinton Foundation while you were Secretary of State. But emails show that donors got special access to you. Those seeking grants for Haiti relief were considered separately from non-donors, and some of those donors got government contracts, taxpayer money. Can you really say that you kept your pledge to that Senate committee? And why isn't what happened and what went on between you and the Clinton Foundation, why isn't it what Mr. Trump calls pay to play? Well, everything I did as Secretary of State was in furtherance of our country's interests and our values. The State Department has said that. I think that's been proven. But I am happy. In fact, I'm thrilled to talk about the Clinton Foundation because it is a world-renowned charity. And I am so proud of the work that it does. Ja, das war die perfekteste Vorwärtsverteidigung. Ja. Einfach so auf die Zehen gegangen jetzt. Ja, das ist eine ganz tolle Stiftung. Die kennt jeder auf der Welt. Die macht nur Gutes. Unglaublich. Richtig auf die Kacke hauen. Ja, okay. Die letzte Strategie, einfach alle richtig, zack, hier. Wie so ein kleiner Junge, der so seinen ersten Zaubertrick aus der Hose holt. Das ist ja so ein irgendwas mit Lametta oder so. Tilo, du hast doch den Miliband interviewt, der hat doch auch was über ihre Investitionsquote, also kommt noch, ja. Kann man noch sagen. Okay, kommt noch, ja. Dann hat Trump natürlich geantwortet auf die Clinton Foundation. We have made environments and schools healthier for kids. Secretary Clinton, respectfully, this is an open discussion. Well, it is an open discussion. I understand, and a specific question went to pay for play. Do you want to talk about that? But there is a lot of evidence about the very good work and it's a criminal enterprise, and so many meine Lieblingsszene. It's a criminal enterprise. Komm, wir reden auch noch dazwischen. Saudi Arabia giving $25 million, Qatar, all of these countries. You talk about women and women's rights. So these are people that push gays off business, off buildings. Ganz kurz, das, was jetzt kommt, ich finde, das ist ein starker Konter von Trump. Achtung. These are people that kill women and treat women horribly, and yet you take their money. So I'd like to ask you right now, why don't you give back the money that you've taken from certain countries that treat certain groups of people so horribly? Why don't you give back the money? I think it would be a great gesture. Ja. Fand ich nicht schlecht. Ja, aber das sind halt, wenn er das in der Debatte so bringt, ja, also irgendwie, da werden Schule von Hausdächern gestoßen und man geht da mit Frauen nicht gut um und trotzdem gibt es da eine große Zusammenarbeit zwischen dieser kriminellen Einrichtung, dem kriminellen Unternehmen Clinton Foundation und diesen Ländern. Das muss halt vorbereitet werden in Kampagne. Da muss es Videos zu geben, irgendwas, sodass man dann in der Debatte darauf anspielen kann, ja. Aber das hier so als News zu bringen. Die gibt's auch, die Videos. Also ich meine, wir gucken hier kein Fernsehen. Ich hasse amerikanisches Fernsehen, weil einfach ständig überall hier Werbung, also alle 10 Minuten hier Werbung ist. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Superpack-Videos von beiden Seiten gegen die Kandidaten gemacht werden. Und da ist auch diese Clinton Foundation ständig Thema. Ja, also einfach mal auf YouTube gehen, Superpack-Spots gucken oder so weiter. Oder einfach mal gucken, welche Superpacks es gibt, die Trump unterstützen, die Clinton unterstützen. Und einfach auf YouTube gucken, was die für Clips machen. Ja. Die sind krass. Die Superpacks sind noch krasser als die
Clips von Trump und Clinton selbst. Ja, also in der Debatte selbst fand ich das sehr schwach irgendwie, wie die Clinton Foundation davor kam. Ja, hat sie Glück gehabt. Ja. Dann erklärt uns Donald Trump, dass er mit Haiti zu tun hatte, beziehungsweise in Haiti war, oder war er in Haiti? Well, because she takes a tremendous amount of money and you take a look at the people of Haiti. I was at a little Haiti the other day in Florida and I want to tell you, they hate little Haiti. Ja. Spiel den nochmal. Wie, nochmal? Den Clip von eben will ich nochmal sehen, ja. Well, because she takes a tremendous amount of money and you take a look at the people of Haiti. I was at a little Haiti the other day in Florida and I want to tell you, they hate the Clintons. Okay, das ist beim ersten Mal durchgegangen. Wir wissen, was in Italien los ist. Geht mal runter nach Little Italy und essen eine Pizza. Er war ja, Little Haiti. In der Türkei geht aber einiges ab. Ich war letztens im Wedding, ja. Alter, was die mir da erzählt haben. Sehr gut, ja. So, jetzt kommt. Aber sie hassen sie wirklich, ne? Und zwar nicht nur in Little Haiti, sondern auch der Präsident und wie sie alle heißen das da in Haiti. Hatten wir doch in der letzten Folge gerade besprochen. Ja. Das hat der ZDF-Reporter doch erzählt, was die da alles Geld verschwenden und so weiter. Ja, aber es gibt eben auch wirklich das Präsidenten-Zitat auf Kamera und so und das kann man sich anhören. Vorwürfe, ja. Ja, ich meine, es kann man ja mal recherchieren. Ja. Hillary Clintons Bruder gehören viele Landstriche in Haiti. Hm. Andlaw. Und ja. Das nach dieser Katastrophe. Also. Und jetzt wird es ganz ab. Die Grundstückspreise waren da aber auch. Ach so. Knaller. Ach so. Da muss man zuschlagen. Ja. Also. Ja. Dann haben wir noch so eine schöne Insel. Lage. Oh Gott. Jetzt wird es besonders absurd, weil jetzt lügt Clinton mal so richtig schön. Well, very quickly, we at the Clinton Foundation spend 90% of all the money that is donated on behalf of programs of people around the world and in our own country. Oh, ja. Das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. 90%. Also wenn sie ihre Reisekosten mit da reinrechnet als Hilfsleistung, dann ja, vielleicht. Ja, genau. Für die ist ja alles eine Hilfsleistung. Nee, wir haben erstens, wenn ich früh aufstehe, hilft das anderen Leuten. Mhm. Erstens, David Miliband hat uns damals erzählt, man kann von David Miliband halten, was man will, aber er hat uns ja gesagt, ne, das ist ja der Chef der International Rescue Committees, einer der angesehensten und ältesten Flüchtlingshilfsorganisationen der Welt, und er hat damals, glaube ich, gesagt, 83% des Geldes gehen rein. Genau. So viel wie keine andere Organisation. Also selbst das ist, da wissen wir schon mal, ein Miliband, also Miliband ist ein enger Vertrauter von Clinton. Sagt das so? Und ich hatte ihn in der Frage ja schon angesprochen auf die Clinton Foundation. Er so, nein, so schlimm wie bei denen ist das nicht wie bei uns. Und ich meine, wir haben No Agenda gehört, wir kennen ja diesen einen Buchautor, den habe ich auch mit Glenn Greenwald drüber gesprochen, der hatte da viel recherchiert. Und was war die Zahl? Ich glaube so um die 30% oder so geben sie nur aus. Ja, und man muss dazu sagen, es gibt ja in Amerika eine Pflicht, so ein bestimmtes Formular zu veröffentlichen, in dem einfach klar wird, wofür ist das Geld jetzt wirklich da? Also wenn man da eingetragen ist als und so weiter. Es gab noch nie eine Steuerprüfung in der Clinton Fund. Genau, und die haben noch nie, sind sie dieser Pflicht nachgekommen, in keinem Jahr ihres Bestehens dieses Dokument da zu veröffentlichen. Und man hat auch noch nie bei ihnen nachgefragt. Und wenn Trump sagt, das ist eine kriminelle Organisation, dann will ich da nicht sagen, er hat recht, aber ich will sagen, er hat das Recht, das zu sagen. Ja. Es wurde ja noch kein Gegenteil bewiesen. Genau. Dann wieder mal, Clinton war mal wieder sehr gut vorbereitet, weil jetzt kommt wieder ein geiler Spruch von ihr, ein geiler Singer in Sachen Steuern und Trump. And we were talking about immigrants a few minutes ago, Chris. You know, half of all immigrants, undocumented immigrants in our country actually pay federal income tax. So we have undocumented immigrants in America who are paying more federal income tax than a billionaire. I find that just tell you very astonishing. Naja. Ja. Ja, jetzt das große Thema jedenfalls hier bei den Liberalen, ja, also New York Times, alle Clinton-Supporting-Seiten. Mhm. Und ich habe es auch bei Spiegel Online schon gesehen, das ist das große Thema jetzt, weil es ging jetzt um die Frage, wird Donald Trump den Wahlausgang akzeptieren? Oder wird er einen Bürgerkrieg anzetteln, wenn er verliert? So, das Interessante fand ich ja eigentlich nur, am Ende der ersten Debatte wurde diese Frage auch schon gestellt und beide haben sie klipp und klar mit Ja beantwortet. Mhm.
Und nun hat Trump es nicht mehr getan. You have been warning at rallies recently that this election is rigged and that Hillary Clinton is in the process of trying to steal it from you. Your running mate, Governor Pence, pledged on Sunday that he and you, his words, will absolutely accept the result of this election. Today, your daughter Ivanka said the same thing. I want to ask you here on the stage tonight, do you make the same commitment that you will absolutely, sir, that you will absolutely accept the result of this election? I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen is so bad. First of all, the media is so dishonest and so corrupt, and the pile-on is so amazing. The New York Times actually wrote an article about it, that they don't even care. Mir fällt gerade ein, wir sollten auch im Hinterkopf behalten, also ich unterstütze nicht Trumps Position, aber wenn du, ich meine, Konstanze Kurz ist eine Freundin von uns allen, die warnt immer und immer wieder, Wahlcomputer sind nicht sicher, Wahlcomputer sind manipulierbar und wir wissen, dass es irgendwie 100 verschiedene Arten von Wahlcomputern in Amerika gibt. Also davon zu sprechen, dass das alles sauber abläuft, das... Ja, da braucht man das, sich nur mal die letzten Wahlen angucken. Ja. Also das so kann man das im Hinterkopf behalten, ja. Aber wie Trump das, ich glaube, Trump meint was anderes, dass das jetzt quasi politisch, naja, hören wir mal rein. It's so dishonest and they've poisoned the minds of the voters, but unfortunately for them, I think the voters are seeing through it. I think they're going to see through it. We'll find out on November 8th, but I think they're going to see through it. But sir, there's if you look at your voter rolls, you will see millions of people that are registered to vote, millions. This isn't coming from me. This is coming from Pew Report and other places. Millions of people that are registered to vote that shouldn't be registered to vote. So let me just give you one other thing. So I talk about the corrupt media. I talk about the millions of people. Tell you one other thing. She shouldn't be allowed to run. She's guilty of a very, very serious crime. She should not be allowed to run. And just in that respect, I say it's rigged. Because she should never have been allowed to run for the presidency based on what she did with emails and so many other things. But sir, there is a tradition in this country. In fact, one of the prides of this country is the peaceful transition of power, and that no matter how hard fought a campaign is, that at the end of the campaign, that the loser concedes to the winner, not saying that you're necessarily going to be the loser or the winner, but that the loser concedes to the winner and that the country comes together in part for the good of the country. Are you saying you're not prepared now to commit to that principle? What I'm saying is that I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. Okay? Well, Chris. Das ist einfach zu krass, ne? Kommt aufs Ergebnis an, ob er es akzeptiert. Das war der Spruch des Abends, I will keep you in suspense. Ja, aber das ist wirklich unglaublich. Also, dass Trump nicht nur dasteht und sagt, im Grunde übersetzt, wenn ich nicht gewinne, wurden wir hier alle veralbert, sondern dass er das auch noch aufmacht als Thema mit, ja, die Hillary ist ja total crooked und so weiter. Ja, das sind so zwei Schritte zu viel. Also, habe ich nicht verstanden, würde er sich auch geärgert haben danach, weil das absolut absurd ist. Ja, darüber kein Journalist und auch niemand sonst von irgendwem, der irgendwelche Ämter oder so weiter hat, kann das irgendwie leichtfertig hinnehmen, was er da gesagt hat. Ich wollte mal klarstellen, Trump sagt, die Wahlen werden manipuliert oder werden wahrscheinlich manipuliert werden. Ich meinte nur, Wahlen sind manipulierbar, unter anderem durch die Wahlcomputer. Ja, aber auch durch die Wahlkreiszuschnitte und das ist nun nicht eine demokratische Domäne, ja, sich da irgendwie Vorteile rauszuholen. Also in der Hinsicht. Außerdem muss man immer sagen, bei diesen Wahlcomputern, die sind zwar das größte Übel, was es gibt in der Demokratie, aber es ist wenigstens so, dass jedes kleine County-Ding da seine eigenen Apparaturen betreibt. Also wenn man da flächendeckend fälschend eingreifen will, müsste man sozusagen mit einer ganzen Armee über dieses Land herfallen und es machen, ohne dass es auffällt. Es reicht, es gibt jetzt keinen Zentralschalter dafür. Ist natürlich entschwächt fast nichts, was die Manipulierbarkeit angeht, aber die zumindest die große zentrale Steuerung ist so dann erstmal nicht möglich. Das wäre mal eine Frage an unsere Hörer. Warum werden diese Wahlcomputer eigentlich so gepusht? Also was ist so schlimm daran, einfach mit Zetteln das auszuzählen? Das ist doch jetzt kein großer Aufwand. Kostet nur noch 10%. Mittelalter, ne? Ja. The future is here. Wenn ich meine Pizza
auf dem Telefon bestelle, dann kann ich auch meinen Präsidenten auf dem Telefon bestellen, oder? Ja, die Demokratie. Ich will eine Wahl-App haben. Die Demokratie wird da einem ganz, ganz kleinen ökonomischen Versprechen geopfert. Dass es einfach billiger und schneller geht. Du willst auf deinem Apple iPhone. Ich habe kein Apple iPhone. Ja, aber auf deinem Google Phone. Warum nicht? Eine demokratische Wahlentscheidung treffen. Ja, die kann Google direkt für mich treffen. Ja, ja. Kennt mich, stimmt. Ja. Nee, im Grunde gibt man das ja jetzt auf Facebook bekannt. Ne? Man kann ja auf Facebook eintragen, dass man gewählt hat und so. Ja. Naja, es gibt jetzt für in US-Facebook kann man jetzt endorsen. Ja, genau. Political Endorsements kann man jetzt anklicken. Nicht, ja. Kann man nicht nur Bücher und Filme liken, sondern auch Kandidaten. Mhm. So, jetzt hat Clinton mal wieder, also da war sie auch wieder vorbereitet auf dieses Rigged-Argument, weil, das muss man Hillary Clinton lassen, hat sie also ein... Sie konnte wissen, dass das kommt. Sie konnte wissen, dass es kommt und sie war gut vorbereitet und der Hammer kommt am Ende. Well, okay. Chris, let me respond to that because that's horrifying. You know, every time Donald thinks things are not going in his direction, he claims whatever it is rigged against him. The FBI conducted a year-long investigation into my emails. They concluded there was no case. He said the FBI was rigged. He lost the Iowa caucus. He lost the Wisconsin primary. He said the Republican primary was rigged against him. Then Trump University gets sued for fraud and racketeering. He claims the court system and the federal judge is rigged against him. There was even a time when he didn't get an Emmy for his TV program 3 years in a row, and he started tweeting that the Emmys were rigged against him. Should have gotten it. This is a mindset. This. So wie der deutsche Fernsehpreis, der war auch alles ja, rigged auf Deutsch. Ja, weil wir den Fernsehpreis damals nicht bekommen genau, haben, genau. Zeigt das, dass dieser Fernsehpreis manipuliert worden ist. Ja, ja? Also, ja. Weil wenn ihn einer verdient hatte, dann wir. Ja, ja, ich meine, dieses Interview mit Edward Snowden hat gewonnen, also völlig unwichtig. Ja? Ja, von Hubert Seipel, also echt. Ja. Kennt doch keiner. Ja, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu Mosul. Ja, es ging ja um, wie hat Chris Wallace gesagt, um die Hotspots. Oh ja, wir kommen jetzt mal zu internationalen Hotspots. Foreign Hotspots, ja. Foreign Hotspots. Er hat sicher, you don't want to be a Hotspot. ich würde mich immer freuen, wenn er nur gesagt wird, ja, die Foreign Hotspots, für die wir verantwortlich sind, aber das wird dann immer ein bisschen weggelassen. Und das Thema Irak und Mosul ist genau so ein Thema. Und Clinton zählt jetzt mal auf, was da so alles gemacht wird und wer da gegen wen kämpft und was die Amerikaner da so machen. Aber sie vergisst ein kleines Detail. Well, I am encouraged that there is an effort led by the Iraqi army, supported by Kurdish forces and also given the help and advice from the number of special forces and other Americans on the ground. But mm-hmm. I will not support putting American soldiers into Iraq as an occupying force. Mm. Ja, das ging ja gar nicht. Was hat sie da vergessen aufzuzählen? Weiß nicht, worauf du hinaus willst? Naja, da werden Bomben abgeworfen von amerikanischen Fliegern. Ja, aber das ist ja jetzt kein Krieg in dem Sinne, sondern Krieg, ach so. Krieg ist ja nur, wenn der Kongress Ja gesagt hat und man mit Soldaten dort ist. Ja, aber sie hat doch gerade gesagt, dass Soldaten da sind, die da beratend tätig sind, ja? Die dann den irakischen Soldaten sagen, hier, schieß da mal hin. Wir halten ja nur Laserpointer. Genau, wir fliegen da mal rüber und werfen noch mal ein paar Bomben rüber, aber dabei gibt es doch Videos, also von Kampfhandlungen von amerikanischen Spezialeinheiten. Ja, das hat sie auch erwähnt. Die Spezialeinheiten hat sie auch erwähnt. Aber es ist ja, die geben ja auch zu, dass die Bomben bombardieren. Aber es geht ja immer nur um die bösen Bomben der Russen und Syrer in Aleppo, ne? Also die guten Bomben. Ja, der Postillon hat das auch gut gefasst. Jo. Oh, hier ist gerade Blaulicht. Oh, jetzt ist doch noch was los hier in Amerika. Was ist da los? Das ist meistens Krankenwagen oder Feuerwehr. Dann. Die Häuser sind hier aus Holz. Ich glaube, es brennt hier ziemlich oft. Ganz kurzer Ausschnitt, Hillary Clinton über Osama bin Laden. Ich fand das krass. And yes, we do need to go after Baghdadi and just like we went after bin Laden.
while you were doing Celebrity Apprentice, and we brought him to justice. Yeah. We brought him to justice. Wir haben ihn eingeschnürt, ins Meer geschmissen, nochmal draufgeschossen, ein Foto gemacht, das kenne aber nur ich. So ungefähr ist to justice. Bringing to justice heißt ermorden. Ja. Und wegschmeißen ins Meer, genau. Ja, solange Merkel, solange Merkel für sowas gratuliert, kann man das, glaube ich, als Gerechtigkeit durchgehen lassen. So. Ja. Das sind die westlichen Werte. Genau, ja. Jetzt wurde es, ich habe das einfach mal, jetzt geht es hier nicht um den Inhalt, sondern ich wollte einfach nochmal dokumentieren, was das eigentlich für eine tolle zivile Auseinandersetzung zwischen den beiden war. Looking for some Chris, we don't gain anything. Iran is taking over Iraq. Secretary Clinton. Iran is taking over Iraq. We don't gain Secretary Clinton. We would have gained if they did it by surprise. Wait. Secretary Clinton, it's an open discussion. We would have gained if they did it by surprise. Secretary, please let Mr. Trump speak. He's unfit, and he proves it every time. You are the one that's unfit. Du bist blöd. Nein, du bist blöd. Ja, wir hatten jetzt hier eine Zweijährige zu Gast mit der Dreijährigen, genauso, ja. Wenn es um den Puppenwagen geht und so. Ja, auf dem Niveau geht's hier ab. Dann kurzer Ausschnitt zu WikiLeaks und John Podesta, der Ex-Verteidigungsminister und CIA-Chef und gleichzeitig Campaign-Chairman, also der Wahlkampf-Chef. Ja, der war auch Chief of Staff im Weißen Haus bei Bill Clinton. Na, hören wir mal rein. You know, WikiLeaks just actually came out. John Podesta said some horrible things about you. And boy, was he right. He said some beauties. Some beauties. Oh, man. Ist immer gut, wenn man die richtigen Worte findet, Herr Trump. Dann wird man besonders gut Präsident. Ja, apropos richtige Worte. Jetzt hören wir auch mal ganz das richtige Wort oder das schlimmste Wort kommt zum Schluss, aber Trump redet über syrische Flüchtlinge in Amerika. Tens of thousands of Syrian refugees who probably in many cases, not probably, who are definitely in many cases ISIS aligned, and we now have them in our country, and wait till you see, this is going to be the great Trojan horse, and wait till you see what happens in the coming years. Lots of luck, Hillary. Thanks a lot for doing a great job. Ja, als man ganz am Anfang davon sprach, ja, wenn Trump Präsident werden will, dann ist das so, als würde eine Facebook-Kommentarspalte bei der Wahl antreten, ja. Das hat sich hier gerade gezeigt. Ich meine, Flüchtlinge als trojanisches Pferd. Ja. Ja, die und sind alle IS. Worüber sich wieder viele mokiert haben, war dann so, weil Trump ja dann gesagt hat, lots of luck, Hillary. Da meinten dann viele, ach, hat er jetzt zugegeben, dass er glaubt, dass er verliert und ihr schon mal Glück wünscht mit den syrischen Flüchtlingen in Amerika. Ja, aber das stimmt ja auch, oder? Das ist auch der Eindruck, der sich sofort so einstellt, finde ich. Ich hatte es nicht so wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat, aber ja, er hat ja auch ganz am Anfang, ja, hat er einmal so gesagt zu ihr ja auch, sie wird nicht Präsidentin, ne? Als wäre da noch ein Appell nötig sozusagen. Als wüsste er, dass da noch ein Appell nötig wird. Und da, ich würde schon sagen, dass er im Grunde jetzt auch schon Vorbereitung für später trifft. Jetzt geht's nochmal um Syrien und Clinton ist ja für eine No-Fly-Zone. Und es geht jetzt eher um die Frage von Chris Wallace als um die Antwort von Clinton, weil sie hat sich total gedrückt um die Antwort. Aber die entscheidende Frage in Sachen einer No-Fly-Zone in Syrien ist nämlich die: Secretary Clinton, you have talked about, and in the last debate and again today, that you would impose a no-fly zone to try to protect the people of Aleppo and to stop the killing there. President Obama has refused to do that because he fears it's going to draw us closer or deeper into the conflict. And General Joseph Dunford, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, says, you impose a no-fly zone, chances are you're going to get into a war, his words, with Syria and Russia. So the question I have is, if you impose a no-fly zone, first of all, how do you respond to their concerns? Secondly, if you impose a no-fly zone and a Russian plane violates that, does President Clinton shoot that plane down? Well, Chris, first of all, I think a no-fly zone could save lives and could hasten the end of the conflict. Ja. Die Antwort von Clinton ist scheißegal. Sie hat sich da gedrückt. Aber das ist die entscheidende Frage, wenn du eine no-fly zone machst. Dann, ja, aber das ist immer so, das ist völlig ungeeignet für eine Präsidentendebatte über Kriegstaktik und so zu reden, finde ich, ja.
Also schon, ja, wie sie, bei den ganzen IS-Themen fängt sie immer an, ja, also wir haben ja diesen Plan mit den Kurden da und dann machen wir das so und hier und dann nennt sie noch irgendwelche Städtenamen und wie weit das da ist, um da vorzurücken und so. Das ist totaler Quark, ja? Als Amerikaner gehe ich mal von aus, dass er überhaupt nicht weiß, wovon gesprochen wird gerade. No. Syria? Ja. Syria? Ja. Auch wenn immer Iran, Irak, isn't that one? What's the difference? No. Nee, aber was hat Trump gesagt? Das habe ich jetzt nicht geklippt gehabt, aber er will ja mal das Element of Surprise. Ja, warum reden wir da überhaupt öffentlich drüber, was wir im Irak und in Syrien machen? Wir müssen die überraschen. Ne? Wir müssen militärisch überraschen. Ja. Nächstes Thema, Staatsschulden. Kam fast ganz am Ende, hat nur 2-3 Minuten gedauert, aber ich habe hier einen kurzen Ausschnitt. Ach so, da achten wir mal drauf, Stefan. Mhm. Du musst unseren Hörern hier nach erklären. Chris Wallace stellt die Frage oder erklärt was und du guckst mal, wie beide performativ reagieren. Okay. Our national debt is a share of the economy. Our GDP is now 77%. That's the highest since just after World War II. But the nonpartisan committee for a responsible federal budget says, Secretary Clinton, under your plan, debt would rise to 86% of GDP over the next 10 years. Mr. Trump, under your plan, they say it would rise to 105% of GDP over the next 10 years. Question is, why are both of you ignoring this problem? Mr. Trump, you go first. Well, I say they're wrong because I'm going to create tremendous jobs. Und wenn nicht, kommt die Troika, Donald. Ja. Ich wollte auch gerade, wenn du über 100 kommst, ja, dann ist ja schnell mal hier so griechische Verhältnisse und so. Hätte man auch ein bisschen plakativer die Frage formulieren können. Der muss Angela Merkel ja betonen, dass die USA nicht Griechenland ist. Genau. Aber du sollst mal beschreiben, was du gesehen hast, Stefan. Ja, sie haben beide schön genickt und so. Ja, wir haben dann mehr Schulden. 105, genau, das ist richtig und so. Ich werde ja alles ins Abgrund stürzen. Ja. Gut, wir machen weiter. Donald Trump war nochmal ganz, ganz lieb zu Hillary. Contribution will go up, as will Donald's, assuming he can't figure out how to get out of it. But what we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund by making sure that we have. Ja, das ist übel. Das ist einfach übel, Trump. Apropos übel, für unsere Hörer nochmal zusammengefasst. Eine halbe Stunde vorher hat er was anderes gesagt und ich habe es mal zusammengeschnitten. Nobody has more respect for women than I do. Replenish the Social Security Trust Fund. Ja, naja. Obwohl er wieder sagen würde, ich respektiere generell Frauen, ich bin Fan von Frauen, aber diese Frau, die finde ich scheiße. Ja. Vielleicht respektiert er ja auch ihre Nastiness. Ja, aber ich meine, das hat er ja wiederum immer so gesagt, dass er gesagt hat, ich respektiere Frauen und wenn nicht, sage ich euch den Namen dazu. Und dann hat er am Anfang immer diese Rosie O'Donnell gehabt und jetzt hier sie halt, ja. Also in der Hinsicht. Geht trotzdem nicht. Tyler, willst du den letzten Clip einleiten? Achso, ja. Erstmal, was der Moderator sagt, dann machen wir mal kurz Pause. Okay. Ja. As the final question in the final debate to tell the American people why they should elect you to be the next president, this is another new mini-segment. Secretary Clinton, it's your turn to go first. Mhm. Hat er nicht, das war jetzt in dem Clip nicht drin, aber er hatte gesagt, dass sie darauf jetzt nicht vorbereitet sein werden. Mhm, ja. Aber dass er jetzt am Ende noch was Neues von ihnen will. Und zwar, dass er noch ein Statement macht. Ein neues Minisegment, ja. Ein neues Minisegment. Ja, vor allem hat er das richtig geheim gehalten. Ne? Er hat ja gesagt am Anfang, okay, die Fragen, die ich jetzt stelle zu 6 Themen, kennt niemand außer mir, also nicht mal die Debatten und so weiter, Vorbereiter. Und jetzt, nachdem er die 6 Themen durch hat, hat er dann die Überraschung aus dem Sack geholt, nochmal die Minisegmente reinzuholen. Ja. Und man hat eine Minute Zeit. Also und sowohl an der Reaktion sieht man, dass sie definitiv nicht davon überrascht waren, was jetzt kommt. Ja, ich meine, Final Statement ist ja wohl in der Debatte auch nichts wirklich Überraschendes. Nee, damit konnte man nicht rechnen. Ja, also dass der Moderator halt den Zuschauern wieder versucht hat zu verkaufen, dass die beiden, die debattieren, jetzt nicht darauf vorbereitet waren. Ja. Und das ist halt das ist eine Lüge, weil man kann sich, hat uns der Harvard-Professor erzählt in dem Vortrag über die Debatten, es gibt Verträge zwischen den Parteien,
zwischen die dort debattieren. Da wird jedes Detail festgelegt, jedes Detail. Bis zur Raumtemperatur wird dort vorher entschieden, wie das Ding abläuft. Das hat manchmal so ein Vertrag hat zwischen 70 und 100 Seiten oft. Ja. Und man kann sich, ja, aber ich glaube von der nicht letzten, aber von der vorletzten Wahl sind mittlerweile diese Verträge zugänglich. Und er meinte, wenn man da reinguckt, da kommt man aus dem Lachen nicht mehr raus, was dort wird alles festgelegt. Da ist überhaupt nichts überraschend. Ja, naja, Raumtemperatur. Ja, aber inhaltlich, die Fragen, für die gilt das trotzdem nicht. Nee, aber halt. Brauche es ja auch nicht. Es geht ja nicht um den Inhalt, Stefan. Das ist ja jetzt ein stilistisches Element und ein stilistisches Element. Stilistische Elemente werden vorher gesprochen. Es wird vorher diskutiert, ob es einen Splitscreen gibt oder nicht. Also das heißt also dort der stilistischen Elemente sind alle vorab festgelegt. Ja, aber das ist ein bisschen problematisch, weil das schaukelt sich natürlich hoch, weil in dem Moment, wo eine der Parteien ein Thema aufwirft, also beispielsweise Raumtemperatur, Farbe im Hintergrund, ja, wie gestalten wir das hier, wie weit stehen die Podien auseinander, kann die Debattenleitung ja nicht sagen, nee, das entscheiden wir, sondern dann muss es dem obliegen, dann hat aber natürlich die andere Seite auch eine Meinung dazu und dann muss man das ausdiskutieren und trifft sich dann in der Mitte. Darum also, ist ja die Debattenkommission, darum besteht sie ja aus Republikanern und Demokraten. Ja. Da sitzen doch die beiden Campaigns drinnen quasi. Ja, das kritisiere ich ja jetzt so nicht mal, sondern aber, dass es halt dem Zuschauer verkauft wird, dass es quasi nicht so ist. Das ist den. Gut, hören wir rein. Well, I would like to say to everyone watching tonight that I'm reaching out to all Americans, Democrats, Republicans, and Independents, because we need everybody to help make our country what it should be. Great again. Grow the economy to make it fairer, to make it work for everyone. Great again. We need your talents, your skills, your commitment, your energy, your ambition. You know, I've been privileged to see the presidency up close. And I know the awesome responsibility of protecting our country and the incredible opportunity of working to try to make life better for all of you. I have made the cause of children and families really my life's work. That's what my mission will be in the presidency. I will stand up for families against powerful interests, against corporations. I will do everything that I can to make sure that you have good jobs with rising incomes, that your kids have good educations from preschool through college. I hope you will give me a chance to serve as your president. Also so spontan, dass sie so spontan so eine positive Message vollbringen kann. Ist schon krass. Ist schon krass. Jetzt hören wir mal rein, was soll's. Ich find's krass, dass das so langweilig ist. Sie leidet doch wirklich darunter, dass ihr die Wählerschichten wegbrechen, die Jungen, ja, die Schwarzen, die nicht ganz überzeugt sind, die sie wirklich nur wählen, weil sie nicht Trump ist und so weiter. Und dass sie jetzt als allerletztes Angebot vor diesem großen Publikum vor der Wahl, sie tritt ja auch öffentlich kaum auf und so mittlerweile. Naja, Pressekonferenzen? Nein. Dass sie da einfach so eine Minute so, ja, ich bin für die Familien, ich habe mich immer für Kinder eingesetzt. Ja, man guckt so in Trumps Gesicht daneben und denkt, ja, genau, Trump, du hast jetzt schon recht, indem du einfach nur so mit halb geöffneten Augen in die Kamera blinzelst und du denkst, okay, wir können die Minute hier abbrechen, ja, es ist alles gesagt, es ist noch langweiliger, als wir das in der Vorstellung hatten gerade. Ja, du musst am Ende nur sagen, I'm not her. genau. Wir hören rein, was Donald Trump, seine letzten Worte auf offizieller Bühne. Secretary Clinton, thank you, Mr. Trump. She's raising the money from the people she wants to control. It doesn't work that way. But when I started this campaign, I started it very strongly. It's called Make America Great Again. We're going to make America great. We have a depleted military. It has to be helped, has to be fixed. We have the greatest people on earth in our military. We don't take care of our veterans. We take care of illegal immigrants, people that come into the country illegally better than we take care of our vets. That can't happen. Our policemen and women are disrespected. We need law and order, but we need justice too. Our inner cities are a disaster. You get shot walking to the store. They have no education. They have no jobs. I will do more for African Americans and Latinos than she can ever do in 10 lifetimes. All she's done is talk to the African Americans and to the Latinos. But they get the vote, and then they come back. They say, we'll see you in 4 years. We are going to make America strong again, and we are going to make America great again, and it has to start now. We cannot take 4 more years of Barack Obama, and that's what you get when you get her. Thank you both. Ja. Also wir hatten waren die Debatten. Wir sind endlich durch, Stefan. Wann haben wir angefangen? Im August 2000?
15. Ja, Thilo hat sie alle geguckt. Nein, nein, wir haben eine nicht geguckt. Die Vizepräsidentschaftsdebatte. Ach so, na gut, das ist ja keine echte. Das ist ja keine echte. Es gab 21 republikanische Debatten, es gab 9 demokratische Vorwahldebatten und es gab 3 Präsidentschaftsdebatten. Das heißt insgesamt 33 Mal, liebe Hörer. Und wir hatten die beste Theorie dazu in den Kommentaren das letzte Mal. Ich habe leider den Namen jetzt nicht präsent, sondern nur noch im Hinterkopf, um was es ging. Nämlich Donald Trump hatte 2015 das Angebot bzw. die Nachfrage, wieder eine Reality-Show machen zu können. Ihm wurde allerdings ein unter seinem eigenen gefühlten Marktpreis gelegener Preis angeboten. Also hat er gesagt, wie wär's denn, wenn ihr hier nicht nur für Donald Trump, den Milliardär, sondern auch für Donald Trump, den möglichen Präsidentschaftskandidaten, ein Gebot abgebt. Hat sich auf die Bühne gestellt, um seinen Preis nach oben zu chassen. Zack, war Kandidat. Nö, das ist ein nachvollziehbarer Theorie. Ist mir ein bisschen zu einfach. Ich empfehle die PBS-Doku The Choice. Also von Frontline, da ist das, gibt es eine andere Theorie. Okay. Also da ist die Theorie, dass Trump, wann war das, 2011 oder 2012, beim White House Correspondents Dinner so von Obama fertig gemacht wurde. Ja, glaube ich auch, also die Theorie. Minutenlang, dass er so ein Groll gehegt hat und sich dann entschieden hat, das will ich auch können. Ja, und es gibt, er war vor 30 Jahren schon bei Oprah und so, da gibt es die ganzen Aufnahmen. Im Grunde ist das so ein Finale seines Lebens, finde ich. Ja. Am Ende nochmal nach Jahrzehnten des Gesprächs darüber, wie scheiße er alles findet, es doch nochmal selbst zu versuchen. Amerika ist eins der wenigen Länder, in dem es diese Seiteneinsteigerei gibt. Warum nicht? Ja, er hat es jetzt versucht. Also, ich habe noch 2 Outros. Einmal von Bloomberg. Die haben eine klasse kleines Video gemacht, à la Ocean's 11-Style. Machen sich darüber lustig, wie man eine Wahl fälschen kann. Mhm. How to really rig an election ist sehr lustig. Und dann Outro 2, Stephen Colbert bei Präsident. Aber was heißt denn bei Obama? Er war im Weißen Haus oder was? Ja, im Weißen Haus. Okay. Ist ein 7-Minuten-Clip und es geht darum, Obama braucht eine Anschlussverwendung. er braucht ihren neuen Job und Stephen Colbert tut so, als ob er ein Arbeitsagenturmitarbeiter ist, der eben versucht, einen neuen Job zu besorgen und geht mal seinen Lebenslauf durch. Tja, im Fernsehen wäre gut aufgehoben, der Herr Obama. Ja, ich glaub, wir werden Trump auf jeden Fall im Fernsehen weitersehen. Ja, das glaube ich auch, der gründet gerade. Er muss noch nicht mal einen eigenen Sender gründen. Ich glaube, irgendeiner der großen Sender wird ihn auch verpflichten wollen. Also auch, ob er da jetzt hingeht oder nicht, aber er ist ja ein Ratingsmagnet, das muss man ja sagen. Bernie Sanders wird sowas übrigens auch versuchen, sobald Hillary in Amt ist und er alle wieder ein bisschen freier was machen können, ohne dass es gleich Gefahr läuft, Hillary zu schädigen. Gut, wir müssen hier auch gleich in einer Dreiviertelstunde auschecken, darum müssen wir jetzt auch hier beenden. Unser Tag sieht heute so aus, dass wir, wo fahren wir hin? Pennsylvania? Nein. Wir fahren nach New Hampshire. Ja, Nashua, New Hampshire und gucken uns Joe Biden an. Ja, wir treffen Joe Biden. Darf man da eine Kamera mitnehmen? Da stand nichts verboten bei den Demokraten. Okay. Da kommen ja auch nur 3 Leute. Und ich meine, dass einer mal eine Kamera mitbringt, damit es mal präsent wird. Der Joe Biden macht auch Wahlkampf. Und hält bestimmt morgen, wieder eine Sportpalastrede. Und morgen schenke ich mir selbst zum Geburtstag Donald Trump. Ja, genau. Morgen sind wir in Pennsylvania. Ja, wir fahren morgen nach Pennsylvania. Nach Johnstown. Ja. Oh, weiß. Ich bin gespannt. Ja. Wir werden berichten. Und ansonsten, das war jetzt die letzte Folge diese Woche, Stefan, oder? Wir machen jetzt keine neue. Ja, heute ist halt, heute ist sozusagen Freitag. Gut, Sonntag kommt Chomsky. Lasst euch das nicht entgehen. Dann nochmal schönen Gruß an, falls ihr es hört. Ja, Jan. Ja. Und an alle Unterstützer, die diese Chomsky-USA-Reise möglich gemacht werden, gemacht haben. Ja. Ihr seid geil. Ja. Awesome. Awesome. Na dann. Ich aufwache great again. Ganz genau. Let's go podcasting. Together. Ja. Sag nochmal, Tyler. Let's bring back our future together. Wo hast du das her? Von Horst Schlemmer. Das ist Deutsch. Also, das habe ich von Horst Schlemmer. Der hat doch mal, gibt es doch diesen Film, wo er der Kanzlerkandidat, kommt durcheinander hier mit den verschiedenen Systemen, Kanzler werden wollte. Und dann, auf Deutsch war es
Wir holen uns gemeinsam unsere Zukunft zurück. Ich finde, das ist der perfekte Spruch. Und das Lustige ist, wenn man Clintons und Trumps Claims zusammenpackt, dann kommt man fast drauf. Also dann ist es, wenn man, ja. dann ist es, dann, ne, dann stronger together ja. und make America great again. Ja. Wenn man das zusammenbringt, dann ist man bei Horst Schlemmer. Ja. ja. Also und auf diesem Niveauhöhepunkt. Auf diesem Niveauhöhepunkt beenden wir jetzt diese Podcast-Ausgabe. Kommentiert, unterstützt uns. Bei iTunes müsst ihr auch nochmal wieder ein bisschen drücken. Wir müssen die Lage der Nation. Ja, die haben schon wieder 50 mehr dazu gewonnen als wir in dem gleichen Zeitraum. So wird das natürlich nicht. Du musst mal reinhören, wie die das machen. Also. Mit den Kommentaren, mit den Aufwiegeln zu iTunes und Kommentaren. Ja. Wir gucken uns das mal ab. Ich mache da mal eine Studie. iTunes-Violence. Zu den Kommentaren von gestern zur Westworld-Folge. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne On-Topic-Kommentare. Deswegen habe ich ein paar gesperrt. Unter anderem von unserem Dreierpack G.S. Antonio und Michael Jung. Ihr dürft alle eure Trump-Kommentare heute nochmal schreiben in die richtige Ausgabe. Aber so ist es. Sag mal. Tyler, du musst übrigens unbedingt Westworld gucken. Ich bin schon auf einem Speichermedium. Ja. Aber ich bin gerade ein bisschen busy. Achso. Aber ja. Ihr seid in Amerika, da kann man es ja gucken, einfach so. Also nicht ganz einfach so, aber man kann zumindest, wenn man bezahlen bereit ist, dann kriegt man zumindest einen Film. Ich habe schon ganz viel. Wir müssen Schluss machen jetzt, Mensch. Tschüss. Ciao. Bye. Bis dann. You want to knock over a casino? An election? Not just any election. Do you believe this election could be rigged? The presidential election? This is going to be a $2.5 billion presidential campaign. You have any idea how impossible it is to rig an election? First, you'd have to get past the bipartisan election officials stationed at every polling place. On top of that, you've got the poll watchers monitoring those officials. Then there's the party lawyers. It's been rigged before. It can happen again. Huey Long. That was more than 80 years ago for a Louisiana state ballot question. And they got caught. Huey Long didn't have a computer. Millions of people are going to be watching this. Millions. Everyone's on the lookout. More than 20 voter registration systems have already been probed to the point of concern. That's just probing. Two intrusions have already been confirmed. We're talking patchwork here. Over 10,000 voting jurisdictions. Clunky as heck. That's just your opinion. That's the opinion of the director of the FBI. And he means that in a good way. But we don't need to hack the entire system. We just need one vulnerability on the map. It takes just one swing state. And in that state, just one swing county. Many precincts in Pennsylvania use computer equipment without a backup paper trail. Some of these systems are still running Windows 2000. In one county in Virginia, they were protecting their votes with a 5-digit encryption key. What, A, B, C, D, E? Bingo. They fixed that last year. But there's still a way in. The Diebold AccuVote TS, paperless voting machines. Thanks to our friends at Argonne National Laboratory, we know it only takes $26 to hack this baby. Guys, it's getting way too expensive for my blood. There's got to be another way. The most watched debate of all time, and what a show it was. Fox News calls it the brain room. In the brain room are reams of binders, and in those binders, every question the candidates have been asked on the debate stage, every position they've taken. How do you know all this? I got a man on the inside. It's Brett Baer. I interviewed him in March. Control the binder, control the moderator. So how do we get that binder? You got to get to the debate. In 2012, 93 million did not take part in our democratic process. I don't know why you're going through all of this trouble. Why don't you just institute repressive voter ID laws to fix a problem that's statistically irrelevant? Or gerrymander the districts, then you can keep powerful people in power. Or make Election Day a weekday, and then voter turnout never goes above 63%. Just kidding, those are already happening. Looks like we're going to the debate. We're just supposed to walk onto that stage, swap out the binder, manipulate the debate, and steal this election. Without getting caught. Yeah. You guys know how to get into this debate? Why do this? Because the House always wins. Because you've got 235 million eligible voters, only two major parties, and one national narrative that tells me everything that's wrong in my life can be solved at the ballot box. You've been practicing that speech, haven't you? A little bit. It felt like I rushed it. Did I rush it? No, I liked it. No, it was good. I liked it.
this election's not being rigged. And I'm explaining to you why it's not being rigged in Florida. We have 67 counties in the state, each of which conduct their own elections. I promise you there is not a 67 county conspiracy to rig this election. I am in charge of elections in Ohio, and they're not going to be rigged. I'll make sure of that. Our elections may not always be completely perfect, but they are legitimate. They have integrity, and everyone needs to respect the outcome. You know where that chalkboard will not be blurred? What's that? It's going to be on our live election night special on Showtime. 11 p.m. on the East Coast, 8 p.m. on the West. All right, we're going to have a lot of fun. Now, on this Showtime special, I will not be drawing penises. But there will be penises. Now, folks, there are a lot of signs the economy is improving, but there are still a lot of people out there struggling to find work. Did you know unemployment is currently at 100% among America's Billy Bushes? And a friend of this show is about to lose his job. So last week, I helped him transition to his second career. Jim? Mr. President, good to see you again, sir. Steven. Always the best. How'd you get in here? Oh, just, I'm always interested in talking to the leader of the free world. Look, I am so thrilled to join you here at Carnegie Mellon University. And just like all the students out there taking part in the White House Frontiers Conference, you too will soon be looking for a new job. Isn't that interesting? That is true. And I'm honored that you asked me here to help. Steven, I didn't ask you here to help. I still don't know how you got in here. It's okay to be nervous, all right? Why don't you have a seat? I'm already sitting. Good. See, it's starting off very well already. And I think maybe we should start with a practice interview. And I've got just the man who could help you. Excuse me one second. Steven? Yes, sir. Just a moment. Hello. Hello. I'm Randy. I'm the office manager. Hello, Randy. All right. This is going to go very well. Are you intending to help me sharpen my skills when I go in for an interview? Is that your intention here? It's what I do for a living. Okay. We're here to find out what you're going to do for a living, okay? All right, let's try that. 55, tough time to start over for a man. Okay. I have a copy of your resume here. Why don't you hand it to me as if you were applying for a job? Go ahead and do it. That's good. You're a natural. Okay. Hello, Mr. Obalmer. Am I pronouncing that correctly? Close enough. Okay. Let's see. I don't see any promotions for the last 8 years. That's not always good. Can you explain that? Honestly, there wasn't a lot of room for advancement in my last job. The only one with a more powerful position was my wife. Okay. Oh, good. Mm-hmm. Is it a twofer? Can you get both of you by any chance? Doubtful. Okay. So tell me why you're leaving. You say you're not being terminated, but it sounds like you can't stay. Is that true? Well, I'm leaving because it's required by the 22nd Amendment of the United States Constitution. Okay, little tip. When you say staying at your job would be unconstitutional, what employers hear is that you stole office supplies. Okay, so I'd gloss over the rest of that, okay? Okay. And it doesn't say here, where were you born? Really? Is this the longest form of this resume available? Well, we move on. Okay, good. Describe, if you can, the type of office you would like to work in. Well, I was hoping for a nice corner office, or at least an office that has corners in it. Can you tell me about some of your accomplishments? And keep in mind, it's important to describe them in such a way that it highlights how your experience might be relevant to a potential employer. Okay, well, I brokered international deals that slowed the impact of climate change and prevented Iran from acquiring a nuclear weapon. Okay, let's change that to proficient in Microsoft Excel. Anything else? Well, I reopened relations with Cuba for the first time in 50 years. I'd call that one conversational Spanish. See? Okay. It says here, let me see if I got this right. It says here you saved the American auto industry. Yeah, but nobody believes it. Change that to drive stick. Oh, that's good. That's good in case you want to be a long-haul trucker. Okay. It also says here you helped tens of millions of Americans with their health care. You bet. Okay, let's test that out. It hurts when I do this. Don't do that. Okay, good. Do you have any awards or commendations? Well, I have almost 30 honorary degrees, and I did get the Nobel Peace Prize. Oh, really? What was that for? To be honest, I still don't know. Okay, good. All right. And have you ever had to fire anyone? No, I usually let SEAL Team 6 handle that. Okay, outsourcing. Okay, good. Now, social media, very hot. Do you have any experience with that, like Twitter?
Well, I have 77 million followers. Does that count? That's very impressive. How'd you get so many? Executive order. Really? And photos of cats. Oh, smart. Now, these days, every business wants to appeal to the millennials. You know what millennials are? I think so. Okay. How do you plan to get their attention? Well, I tell them straight up that this is the most important election of their lifetimes, that they have the opportunity to make history, and that the results in November could change their lives forever, so they have to get out there and vote. I'm sorry, I didn't catch all of that. Did you know there's a Snapchat filter that gives you a flower crown? Of course I know that, Stephen. Okay. Let's be honest with ourselves, okay? What would you say your biggest weakness is? Well, sometimes when I talk, I take too many pauses. In three words or less, what's a common criticism you have for others in the workplace? I cannot stand it when people reduce complex ideas to some simplistic catchphrase. We can't accept that answer. Yes, we can. Okay. Let's see. Almost done. Do you have a busy schedule? Am I keeping you from something? You are. Okay. Is there anyone we can talk to for a character reference? I know several turkeys that owe me a favor. All right. Good to know. And how do you like to spend your time? Do you have any hobbies? You know what I really love doing is encouraging the youth of America to get out and vote this November so that the good work that we've done over the past 8 years can continue on into the future. Isn't it whittling or anything like that? No. And now, sir, because we are on a network television show, I cannot allow you to endorse a candidate right now, but I would like to ask you about your choice of snacks. Could I do that? Sure. All right, great. I have two choices for you here. Would you care for an extra fiber nutrient bar, which has traveled to more than 100 countries, or this shriveled tangerine covered in golden retriever hair, filled with bile, that I wouldn't leave alone with the woman I love? Well, I think I'll go with the fiber nutrient bar. Interesting. Okay. So, ultimately, what do you want to be? Done with this interview. Okay, great. Before we wrap up, any questions for me? I'm still wondering, how did you get in here? That's an excellent question. Inquisitive. We like that. Okay, fantastic. Well, that all checks out, Mr. President. We'd like to offer you the position, but first, we have to have the mandatory company physical. If you'll just relax and put on that gown over there, we'll get going. I think we're done here. I have warm hands. Thank you. Thank you, Mr. President. We'll be right back with Bill O'Reilly.